ich dachte, oh Gott, jeder weiß, wer ich bin, jeder weiß, wer meine Mama ist. Und ich muss jetzt genauso toll sein oder noch besser als sie. Also ich hatte dann auch irgendwie das Gefühl, ich muss sie vielleicht noch ein bisschen übertrumpfen. Was mich eher schon auch ein bisschen, wo ich dachte, oha, jetzt geht's aber los, wo meine Kandidatur publik wurde, kam halt aus der rechten Guerilla natürlich gleich Leserbriefe. Das heißt, der surft auf der Welle seines Vaters. Ich denke tatsächlich jeden Tag an meinen Papa, weil ich mich von seinem Leben inspirieren lasse. Also das, was er alles erlebt hat und gemacht hat und seine positive Einstellung, das ist für mich einfach mein Leitfaden. Irgendwann mal muss man auch loslassen als Mutter, diesen Gedanken loslassen einfach und das akzeptieren, dass es einfach nicht so ist, dass es ihr Leben, ihr Körper, ihre Gesundheit, ihre Entscheidung. Irgendwann hat der Vater uns dann gestanden, dass dieses Geld nicht aus einem Geschäft rührt, das er gemacht hat, sondern dass es jemand anderem gehört. Und jetzt will uns die Polizei verhaften. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Hallo, danke schön. Vielen Dank. Die Eltern gehören ja zu den wichtigsten Bezugspersonen in unserem Leben. Dankeschön. Und viele versuchen auch in ihre Fußstapfen zu treten. Andere grenzen sich ganz bewusst ab. Woran liegt's, ob wir sie uns zum Vorbild nehmen oder nicht? Vorbild Eltern, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und ich bin sehr gespannt auf diese Gäste. Als Kind wurde Arno Frank von seinem kriminellen und manischen Vater entführt. Es folgte eine Odyssee durch halb Europa. Was das mit ihm gemacht hat und wie dies sein eigenes Vatersein prägt, das hören wir von dem Autor und Journalist Arno Frank. Herzlich willkommen. Als ihr Vater verstarb, übernahm Sophia Hillebrand mit nur 19 Jahren sein historisches Gasthaus. Seitdem unternimmt sie alles, um sein Lebenswerk fortzuführen. Schön, dass Sie heute im Nachtcafé sind, Sophia Hillebrand. Was es bedeutet, in den Fußstapfen des Vaters unterwegs zu sein, erlebte Johannes Kretschmann. Als er für den Bundestag kandidierte, wurde er andauernd mit seinem Vater, dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, verglichen. Wie er mit diesen Vergleichen umgegangen ist, hören wir von Johannes Kretschmann. Herzlich willkommen. 26 Mal wurde Magdalena Bjeska deutsche Meisterin in rhythmischer Sportgymnastik. Obwohl ihre Fußstapfen extrem groß waren, schlug ihre Tochter Noemi Peschel denselben Weg ein. Was das für beide bedeutet hat, verraten uns Magdalena Bjeska und Noemi Peschel. Herzlich willkommen. Warum Vorbilder für uns so eine wichtige Rolle spielen, weiß Professor Dr. Dieter Thome. Dabei unterliegt laut dem Philosophen gerade das innerfamiliäre Verhältnis inzwischen einem Wandel. Herzlich willkommen, Herr Thome, und herzlich willkommen nochmal an die gesamte Runde. Jetzt mal ganz unabhängig erstmal von den Eltern. Brauchen wir im Leben Vorbilder? Was würden Sie sagen? Definitiv. An Vorbildern kann man sich nämlich langhandeln. Was würden Sie sagen? Brauchen? Ja, ich denke schon. Ja? Wofür sind Vorbilder gut? Für uns und in der Gesellschaft? Als Orientierung, dass man sich dran reiben kann, dass man ihnen nachfolgen kann, dass man so eine Art Leitplanke hat oder so einen Pfosten, an dem man sich abarbeitet. Ich glaube, dass es so eine Art Spielraum immer gibt zwischen Anhänglichkeit und Auflehnung. Ist für Sie ein Vorbild dieser Begriff auch positiv besetzt? Sehr positiv. Ich stelle mir da einfach jemanden vor, der mit einem Licht in der Dunkelheit vorausgeht und man eben das Licht nicht selber tragen muss. Oh. Ist Ihre Mutter dieses Licht, das Ihnen in der Dunkelheit vorausgeht? Auf jeden Fall. Ja? Ja. Ja, also würden Sie sagen, sie ist Ihr Vorbild? Ja. Ja, wollten Sie auch Vorbild sein? Ob ich Vorbild sein wollte? Jede von uns, ich denke, jeder, der ein Elternteil ist, hat eine gewisse Vorbildfunktion auf jeden Fall und Verantwortung. Stellt sich manchmal erst später heraus, ob jemand ein gutes oder ein schlechtes Vorbild war? Ja, ich meine, gerade wenn wir über Eltern reden, die können gar nicht anders, als so aufdringlich auf die Kinder zu wirken. Und die Kinder haben eigentlich kaum eine andere Chance, als jetzt erstmal so zu essen, so zu gehen, so zu reden,
wie die Eltern. Und dann gibt es so einen langsamen Prozess, wo man dann manchmal merkt, hey, ja, es ist gut so, aber vielleicht auch nicht. Manchmal ist dieser Prozess oder wird dieser Prozess auch beschleunigt, Herr Frank. Als Sie 13 waren, hat sich Ihr Leben sehr verändert. Sie sind aufgewachsen so in mehreren Dörfern rund um Kaiserslautern. Aber beginnen wir erstmal mit Ihren Eltern. Würden Sie sagen, Sie haben als Kind nicht nur so optisch, sondern allgemein zu Ihnen aufgeschaut? Ja, würde ich schon sagen, wie die meisten Kinder eigentlich. Ja. Wie haben Sie die Kindheit in Erinnerung dort? Als idyllisch. Es gibt nichts, worüber ich mich jetzt auch nachträglich beklagen müsste. Ganz normale Kindheit in der rheinland-pfälzischen Provinz. Ist es richtig, dass Sie auch sehr Natur, also es ist eine Leidenschaft für die Natur gab? Ja, das kam vom Großvater, der mich oft mitgenommen hat in den Wald und mir beibrachte, wie die Käfer heißen und dergleichen. Also es waren unbeschwerte Zeiten, kann man es so sagen? Das kann man so sagen. Also bis auf meine miserablen Zensuren auf der Schule war das so eine ganz normale Kindheit. Ja. Wie nah waren Sie Ihrem Vater? Sie haben jetzt über die Großeltern ja auch sehr positiv gesprochen. Wie nah waren Sie Ihrem Vater so in den Jahren der Kindheit? Also auch sehr nah. Und ich schaute auch auf zu ihm, wie das 13, 12, 13-jährige Jungs in der Regel tun. Da war keine Distanz zu meinem Vater. Sie haben es ja gerade schon angedeutet. Ist es nicht ganz normal, dass Kinder sich erstmal orientieren und das aufnehmen, was die Menschen, die ihnen am nächsten sind, ihnen vorleben? Ja, also wenn Eltern diese Vorbildrolle haben, dann müssen sie sich einfach extrem darüber klar sein, dass sie so unglaublich wirken, so unentrinnbar wirken auf das Kind. Dass das Kind aufsaugt, was da ist, sozusagen. Und vor allen Dingen finde ich wichtig, dass die Eltern, wenn ihnen das bewusst ist und wenn sie Vorbild sein wollen, auch selber ein Bild von sich haben müssen. Wenn sie kein Bild von sich haben, können sie eigentlich nur wie so eine Wischiwaschi-Figur vor dem Kind stehen. Als Sie 13 waren, mussten Sie plötzlich weg aus Kaiserslautern. Beschreiben Sie mal, war das sehr plötzlich oder haben Sie das kommen sehen? Also das bahnte sich schon an, weil unser Vater uns, drei Geschwister, immer in Aussicht gestellt hat, eines Tages würde ein großes Geschäft funktionieren. Und sobald das eintritt, werden wir ein ganz anderes Leben leben, nämlich an der Côte d'Azur auf großem Fuß. Es dauert nur, bis dieses Geschäft, und dafür interessierst du dich nicht mit 13, was es genau ist, sein könnte. Und von einem Tag auf den anderen, tatsächlich mitten in der Nacht, wurden wir informiert, dass das jetzt geklappt hat. Wir stiegen in unseren Mercedes-Kombi und fuhren nach Südfrankreich. In einer Nacht- und Nebelaktion im wahrsten Sinne des Wortes. In ein neues Leben. Ja. Und was für ein Leben, wo sind Sie dahin nach Südfrankreich? Was für ein Leben hat Sie dort dann erwartet? Also später habe ich gemerkt, das war das, wovon mein Vater geträumt hat. Wir lebten in einer Villa zwischen Antibes und Cannes. Das war einfach dann die Villa mit Pool und ich ging auf eine internationale Schule. Ich habe sehr gut Französisch gelernt, durfte Moped fahren, was ich gerne gemacht habe. Das war wie Tag und Nacht im Vergleich zu Deutschland vorher. Ich habe das auch sehr genossen. Also Sie sind aufgeblüht, so hört sich das an. Ja, das war schon was anderes als das Leben vorher. Galt das auch für die anderen? Haben die das, also für ihre Geschwister, für ihre Mutter, galt das für die ganze Familie, dass sie das als sonnig und schön empfunden hat, diese Zeit? Man muss mal aufpassen, das nachträglich zu beurteilen, aber zu diesem Zeitpunkt kam es mir so vor. Ja, wir fanden das eigentlich alle sehr angenehm, wenn man von heute auf morgen von einem Dasein als normale, ich würde fast sagen kleinbürgerliche Familie, mein Vater hatte mit Autos zu tun, Gebrauchthändler, der war... Jaguars verkauft und BMWs verkauft. Wir hatten noch immer die neuesten Autos. Und sein Wunsch war immer, eines Tages ein, Zitat, Arsch voll Geld zu haben. Also es war ihm sehr wichtig, sehr viel Geld zu verdienen. Ich wusste nie, wie er das tut. Das sollten wir auch ihm überlassen. Und das war auch eine Richtschnur, nach der ich mich auch gerichtet habe. Da vertraut man ja dann auch erstmal, oder? Du musst Geld Eltern verdienen. Ja. Und heißt es auch, wenn Sie das sagen, Arsch voll Geld, dass Sie dort auch richtig luxuriös gelebt haben? Oder? Ja, auf sehr großem Fuß, würde ich sagen. Wie haben Sie dann gemerkt, oder wann hat das Ganze Brüche bekommen für Sie, dieses Leben dort? Also ich erinnere mich, dass es schon auf der Fahrt dorthin
den ersten Bruch gab. Mhm. Und zwar haben wir eine Raststätte angehalten an der Autoroute du Soleil. Und ich wollte Kaugummis haben, französische Zitronenkaugummis. Und wir verlassen den Laden. Und ich laufe hinter meinem Papa und sage, ich hätte gern, hier kriege ich die noch, wie das Kinder tun. Und er sagt zu mir, steck's ein, guckt gerade keiner hin. Und das war ein Vorfall, der mir so einen Schlag versetzt hat. Nicht, dass ich so hohe moralische Ansprüche gehabt hätte, aber dass mein Vater selbst sagte, die Luft ist gerade rein, nimm den mit. Das ist eine Kleinigkeit, aber rückblickend muss ich sagen, das war der erste Moment, wo ich dachte, ich weiß nicht, was ich dachte, aber es hat mich erschreckt. Und ich habe ihn mitgenommen. Sie haben ihn mitgenommen? Oh ja. Mhm. War ein Teil des Ganzen in gewisser Weise aus Sicht Ihres Vaters vielleicht? Ja, ich denke schon. Ich weiß nicht, ob er mich einweisen wollte in seinen Lebensstil. Mhm. Aber das war so, wie der dachte. Wenn du was mitnehmen kannst, tu es. Lass dich nicht erwischen. Ihr Vater hatte Geld unterschlagen? War auch sonst in kriminelle Geschäfte? Ja, Geld unterschlagen. Ein eher mildes Ganoventum an den Leuten. Geld wegnehmen. Und wann haben Sie dann gemerkt, das war ja ein Schlag gegen ein Wertesystem, das man normalerweise von den Eltern vermittelt bekommt. Ja. Also die sagen immer, mach sowas nicht. Und dann sagt er, dann mach's mit. Ja. Jetzt waren Sie aber trotzdem da vor Ort, die Sonne, ein sonniges Leben, wie Sie gesagt haben, alle haben es genossen. Wann ist da ein Schatten draufgefallen? Der Begriff Entführung, über den ich jetzt zum ersten Mal so nachdenke, trifft es eigentlich ganz gut, weil sobald wir in Frankreich waren, ihm komplett ausgeliefert. Er sprach fließend Französisch und es gibt dann auch niemanden, an den man sich wenden kann. Wir waren also rausgenommen aus unserem normalen Leben. Und mir wurde dann klar, dass wir sehr viele Anschaffungen gemacht haben, die wir uns eigentlich nicht leisten können. Oder ich hatte ein schlechtes Gefühl, warum es jetzt diese teure Goldbrille für die Mama sein muss oder ein neuer Sportwagen für den Vater. Und ich war dann auch schon ein naives Kind, aber doch aufgeweckt genug, mich zu fragen, Wie geht es denn jetzt weiter? Wie leben wir jetzt hier? Was arbeitest du denn, Papa? Und dann hat er mir erklärt, dass sein Plan darin besteht, sein Vermögen, das er gemacht hatte, das war damals noch der Stand, in den Casinos zu vermehren. Er habe ein todsicheres System. Und ich bin schlecht in Stochastik oder Statistik. Aber damals schon nicht verstanden, wie das funktionieren sollte. Ja. Und das kam Ihnen auch irgendwie windig vor, oder? Also so. Ja, aber auch da schaute ich noch zu ihm auf und dachte, der kennt offenbar ein System. Ja. Respekt. Wann war klar, der Plan funktioniert nicht? Ich habe immer mehr Fragen gestellt, wie das ist mit dieser Villa. Es stellte sich heraus, wir waren Mietnomaden. Die war zwar gemietet, aber der Vermieter war irgendwo in Afrika. Hat er das gesagt? Nee, das hat er nicht gesagt. Mir ist auch schon klar geworden bei den Gesprächen, was wir wollten in diese Villa hinein, dass mein Vater in der Lage war, uns als Familie zu präsentieren. Du glaubst jemandem, einem Hochstapler, der er war, eher, wenn da so viele nette Leute um ihn rum sind. Und ich hatte eine sehr sympathische Mutter und wir waren süße Kinder. Das fiel ihm leicht. Wir waren sozusagen sein Schutzschild. Da kam niemand auf die Idee. Es gab dann Kontakt zu Verwandten und Freunden aus Kaiserslautern oder aus Deutschland noch. Und wir wurden dann informiert, und es wurde uns dann auch gesagt, dass Interpol meinen Vater sucht und dass sie hinter uns her sind. Ja, das hatten Sie mitgekriegt? Ja, das wurde uns dann, das reicht jetzt nicht mehr mit dem Geld, wir müssen uns was überlegen. Und irgendwann hat der Vater uns dann gestanden, dass dieses Geld nicht aus einem Geschäft rührt, das er gemacht hat, sondern dass es jemand anderem gehört. Und jetzt will uns die Polizei verhaften. Was ist da passiert? Also ich stelle mir jetzt den Jungen vor, der Sie waren, mit 13 Jahren, der ja mit bestimmten Werten auch vermittelt durch die Schule, durch anderes groß geworden ist. Und jetzt ist da der Vater, der bis vor kurzem noch einen Plan und ein System hatte, auch wenn da Fragezeichen waren. Und jetzt wissen Sie, dass das auf eine andere Art und Weise gewonnen wurde, in Anführungsstrichen, dieses Geld. Was hat das verändert in Ihrem Bild von Ihrem Vater? Der wurde in diesem Moment noch wichtiger, weil wir waren plötzlich im Offenen. Die Polizei hat uns gesucht und ich bekomme heute noch feuchte Hände, wenn ich an Polizei denke, weil wir Angst hatten vor diesen Leuten. Und das war der Mann, der immer einen Plan hatte. Also sollte er auch einen Plan haben, wie wir da wieder rauskommen. Weil wir wollten nicht verhaftet werden. Und er sollte auch nicht verhaftet werden. So, wir hatten, also was mich betrifft, ich hatte große Furcht vor den Flicks, also vor den französischen Polizisten. Und
Es war so eine Auswegslosigkeit, was machen wir denn jetzt? Im Nachhinein würde ich sagen, das wäre der Moment gewesen, in dem er sich hätte stellen können, weil das Geld war weg, bis auf einen kleinen Rest zusammengeschmolzen, weil wir, wie gesagt, auf großem Fuß lebten. Und es war auch klar, dass sie hinter uns her waren. Aber immer noch war da der Respekt vor dem Vater genau wie vorher? Mhm. Weil er ja den Plan hat. Der muss schon wissen, worum es geht. Also deswegen sagte ich, der war dann dort noch wichtiger, als er das vorher war. Irgendwann sind Sie dann weg aus Südfrankreich? Ja. Nach Portugal? Ja. Wieder in der Nacht- und Nebelaktion? Mhm. Oder wie hat man das erklärt? Eine bizarre, das war dann schon klar, dass wir jetzt fliehen müssen. Und eine bizarre Situation, dass das, was man heute Gastarbeiter nennt, neben unserer Villa wurde gearbeitet, da waren Portugiesen. Und mein Vater hat diese Leute gewissermaßen bestochen, mit meinem Moped und mit ein bisschen Geld, uns mitzunehmen nach Lissabon. Also anstatt, dass wir zurück sind nach Deutschland, sind wir dann bei Nacht und Nebel und mit zwei Hunden, also drei Kinder, Vater, Mutter und diese beiden Hunde, Riesenschnauzer und Zwergschnauzer, drei Tage durch mit Angst an den Grenzen angehalten zu werden, bis nach Portugal gefahren. Denn mein Vater hatte einen Plan, was man in Lissabon machen kann. Ja. Und wie sah dieser Plan dann aus? Es stellte sich dann heraus, dass er einen Escort-Service aufmachen wollte. Lächerlich, wenn man das jetzt so erzählt. Was auch immer er sich darunter vorgestellt hat. Und ich glaube, genau das, was man sich darunter vorstellen muss. Vermutlich war er zu diesem Zeitpunkt auch schon sehr verzweifelt und ist einfach nur davor weggelaufen, die Konsequenzen seines Handelns zu tragen. Was war mit Ihrer Mutter in dieser Zeit? Sie hat uns in dieser Zeit viel Wärme und Geborgenheit gegeben. Das war die, die immer da war. Das war die, die auch aus diesem Haus ein Heim hat machen wollen und die versucht hat, so etwas wie ein normales Leben aufrechtzuerhalten, die sie erkundigt hat, wie es in der Schule läuft und dergleichen. Aber sie hat ja auch gespürt, das ganz normale Leben geht hier aber gerade den Bach runter. Nein, oder? Sie wusste das auch alles. Ja. Sie steckte sozusagen in so einer Bonnie- und Clyde-artigen Situation mit meinem Vater unter einer Decke. Okay. Ja. Und hat das aufrecht erhalten, hat auch den Schein für Sie quasi aufrecht erhalten, dass das irgendwie unter Kontrolle ist. Ja. Ich habe lange nicht verstanden, warum sie das gemacht hat. Ich habe einen Roman darüber geschrieben und mich anschließend gefragt, ob man diese Frauenfigur, ob man diese Mutter glaubt. Weil hätte ich die erfunden, dann wäre sie meine Erfindung gewesen in diesem Buch. Dann wäre das eine Frau, die irgendwann ihre Kinder nimmt und sagt, ich nehme meine Kinder in Schutz vor dir. Ich bringe die in Sicherheit. Und das hat sie aber nicht getan. Und lange Jahre danach habe ich meinen Bruder gefragt, der zu dem Zeitpunkt ein Kleinkind war, ob man diese Frauenfigur glaubt, eine Mutter, die all das mitmacht. Und er hat mir gesagt, ja. Sie ist lange, hat lange noch bei meiner Mutter gelebt, mein Bruder, und sagte, die hat ihn einfach geliebt. Und mir hat das als Erklärung gereicht. Man mag das Hörigkeit nennen oder wie auch immer, aber sie hat ihn geliebt und ihn unterstützt, auch dabei. Ja. Es stellte sich später heraus, dass meine Mutter über diese Zeit damals drei verschiedene Geschichten hatte für ihre drei verschiedenen Kinder. Nein, vermutlich waren sie sich selbst auch nicht, haben sie sich selbst gegenüber keine Rechenschaft abgegeben dafür, was da passiert ist. Man könnte es ein verantwortungsloses Handeln nennen. Ja. Aber Sie hatten schon auch das Gefühl, Sie waren auf der Flucht. Das hat sich Ihnen als Kind vermittelt? Oh ja. Ja, auf der Flucht und immer weiter weg. Also das ist das Ende von Europa. Da geht es einfach nicht mehr weiter. Ja. Irgendwann ging es aber am Ende von Europa nicht mehr weiter. Sie sind wieder zurück nach Deutschland. Ja. Wie ist dann diese gesamte Flucht geendet? Es wurde immer erbärmlicher, also nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern. Wir hatten kein Geld mehr, sind mit einem gestohlenen Mietwagen zurückgefahren nach Deutschland, weil es auch niemanden mehr gab, der keinen seiner Geschäftsfreunde, die ihm mit Geld aushelfen wollten. Und saßen am Ende in der bayerischen Provinz in der Wohnung von einem Freund von einem Freund. Und da ist dann mein Vater an einem Bahnhof erkannt und verhaftet worden. Und damit nahm der Spuk eigentlich sein Ende. Ja. Das haben Sie aber nicht miterlebt? Die Verhaftung selbst nicht, nein. Aber es war eine Erlösung. Eine Erlösung? Ja, muss man schon sagen. Also es war das, wovor wir uns immer gefürchtet hatten. Aber zu diesem Zeitpunkt war das Leben ein wirklich grausames. Also wir haben gehungert, wir hatten nichts zu essen, haben in Kellern gelebt. Also das kann man sich einfach nicht vorstellen. Das ist so idiotisch auch, ehrlich gesagt. Und ich war auch ein Jahr nicht auf irgendeiner Schule. Und habe das auch sehr vermisst. Also man beginnt tatsächlich zu verwildern, weil wir nur auf uns selbst gestellt waren die ganze Zeit. Und das war dann schon
gut zu wissen, dass das jetzt vorbei ist. Ja. Zwischendurch erstmal danke, dass Sie uns so reinholen ja. in Ihr Leben. Ja. Gerne. Wenn es eine Erlösung war, mhm. der Vater kam ja bestimmt dann erstmal in Untersuchungshaft. Genau. Ja. Wie ging es denn dann weiter? Was ist mit Ihrer Familie passiert? Ich habe dann plötzlich meine Mutter kennengelernt, die wie eine Löwin auftrat und alles gemanagt hat. Etwas, wozu sie in der Lage war, was ich aber vorher nicht wusste. Mhm. Ich habe also eine starke Frauenpersönlichkeit kennenlernen dürfen. Zu dem Zeitpunkt war ich dann schon 14. Und die hat das dann alles gemanagt. Und alles managen heißt, wir sind zurückgekehrt in die Stadt, aus der wir kamen. Eine kleine, wo jeder jeden kennt. Ich kam auf meine Schule zurück, musste eine Klasse wiederholen, bin also sitzen geblieben, weil ich ja nicht auf der Schule war in dieser Zeit. Und die Mama hat das alles gemacht. Wussten die in der Schule, was sie erlebt hatten? Nein. Nein. Das war ein großes Geheimnis und ich habe mich sehr geschämt. Auch deswegen ist wie so dieses Stockholm-Syndrom, wenn die Geiseln beginnen, sich zu identifizieren mit den Leuten, denen sie ausgeliefert sind. Das durfte überhaupt niemand wissen. Das war eine große Scham, weil wir uns auch mitschuldig fühlten, als eine Last gewesen zu sein, unseren also, Eltern. Da haben Sie sich versucht, so unauffällig wie möglich quasi ja. durchzunavigieren? So gut es eben geht. Wir hatten eben noch Klamotten vom Sozialamt an und ich weiß, dass sie nach Mottenkugeln rochen. Mhm. Und so, das war nicht angenehm. Und ein besonders unangenehmes, eine besonders unangenehme Erinnerung ist, dass ich von meinem Klassenzimmer aus tatsächlich in den Innenhof des Gefängnisses gucken konnte, in dem mein Vater in Untersuchungshaft saß. Und das ist nichts, was du deinen Klassenkameraden erzählst, schon gar nicht, wenn du beginnst zu pubertieren. Puh, das ist ja wirklich ja, hart. Das war zu dem Zeitpunkt schon hart, aber da lernt man dann, das zu verschweigen. Das weiß keiner. Wir waren halt lange in Frankreich und niemanden gehen irgendwelche Details an. Wir haben da über niemanden gesprochen. Was hat das denn mit Ihnen gemacht? Sie waren Jugendlicher. Ich glaube, es hat mich dazu motiviert, mich nach anderen Vorbildern umzuschauen. Nach Portalfiguren, Leute, die in mir was anderes sehen als das, was der Vater in mir sieht. Dass ich begann, mich zu orientieren nach Leuten, die es real gab in meinem Umfeld, Väter von Freunden und so weiter, bei denen ich das Gefühl hatte, da höre ich mehr, da wird was gespiegelt, was mir eher entspricht. Wenn das eine Antwort ist auf diese Frage. Ist es. Und was ist dann aber mit den Eltern gewesen, die zumindest was dem Vater anging, aus der Vorbildrolle rausgefallen sind aus den Gründen? Ist da noch ein Kontakt geblieben? Haben Sie ihn besucht im Gefängnis? Hat er Ihnen Briefe geschrieben? Er hat eines Tages wohl auf Anraten von Spezialisten medizinische Hilfe gesucht. Mhm. Etwas, was er vielleicht schon Jahre vorher hätte machen müssen. Und war dort in so einer Nervenklinik. Und als ich das hörte, ich war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr zu Hause, hatte ich ein sehr warmes Gefühl für ihn und dachte, er sucht sich jetzt Hilfe. Ja? Und da habe ich ihn besucht. Das wollte ich nicht, um ihn am Boden zu sehen, sondern um ihm in die Augen zu sehen und zu sagen, es ist gut. Es ist gut, dass du merkst, dass du ein Problem hast, offenbar. Und ich weiß noch, dass er in diesem Wartezimmer zu mir sagte, als die Pfleger weg waren, war, ich verarsche die alle hier, ich verarsche die alle. Und dieser Moment, das war eigentlich der endgültige Bruch mit meinem Vater. Und ich habe ihn, ich ging und habe ihn seitdem nie wieder gesehen, weil ich wusste, ich muss da weg. Ja. Ich hätte tatsächlich eine Frage. Bitte. Mussten Sie denn jemals gegen Ihren Papa aussagen? Nee, es lagen genug Indizien vor gegen ihn. Wir wurden nie als Zeugen geladen oder so. Und hätten Sie es gemacht, wenn Sie es machen müssten? Nein. Aber ich habe 30 Jahre später, wie gesagt, die Geschichte aufgeschrieben als Roman, so wie ich mich ihrer erinnert habe. Und ein bisschen fühlte sich das an, wie ich bin jetzt Zeuge gegen ihn auch. Oder ich versuche mir zu erklären, was für ein Mensch das gewesen ist zu dieser Zeit. Ja. Aber ich war nie genötigt, juristisch oder so gegen ihn vorzugehen. Das Einzige, was ich machen musste, war, ein Erbe abzutreten, weil es gab gigantische Schulden. Und ich hatte dann doch nicht die Absicht, das zu übernehmen. Ja. Das war der einzige juristische Kontakt noch. Sie haben sich von ihm gelöst. Ist es auch wichtig zu wissen, wir haben das Recht, auch einen Kontakt abzubrechen, auch wenn es eigene Eltern sind, wenn sowas passiert? Ja, also ich fand es sehr berührend, wie Sie gesagt haben, ich habe ihm dann in die Augen gesehen. Mhm. Und vorher haben Sie das Wort Geisel gebraucht. Ja. Er hat Sie als Geisel genommen.
Mhm. Und jemanden als Geisel nehmen ist ja gar nicht eine Vorbildrolle spielen, sondern da hast du sozusagen die Faust am Kragen und ja. Machst mit den Marionetten um dich rum, was du willst. Ja. Und das ist nun wirklich überhaupt erstmal gleich gar keine Vorbildrolle. Nein, nein. Weil nämlich, wenn man ein Vorbild ist, muss der andere einen ja, deshalb fand ich das so schön mit den in die Augen sehen, muss der andere einen ja sehen. Das heißt, man muss zurücktreten wie vor einem Bild im Museum und dann gucken, ah oh, ja, da ist er. Aha. Hat man diese Distanz, mit der man dann auch erstmal jemanden richtig lieben kann. Mhm. Aber dann hat man auch die Distanz, wie Sie sagen, wo man dann sagen kann, jetzt suche ich mir andere Vorbilder. Und das ist unglaublich schwierig, dieser erste Abschied von den Eltern. Ja, ich fand das Bild von Herrn Kretschmer ganz, dieses völlig kitschige Bild mit dem Vorbild, das der mit einer Fackel vorangeht. Was, wenn du merkst, dass der in die falsche Richtung geht? Und wann, wenn du es merkst? Weil der geht. Und du musst ihm folgen in der Dunkelheit. Deswegen, das trifft das auch. Dann hat man zum Glück sein eigenes Licht, das man aber erst entzünden muss. Und dann hat man eben niemanden, der einem den Weg weist. Da muss man selber schauen, wohin leuchtet das Licht und was weist mir die Richtung. Aber das in so einer Art erleben zu müssen, ist natürlich krass. Und auch da kann man sich natürlich verirren. Ja. Also werden Sie sicher bestätigen. Ich meine, mit solchem Erbe gehen manche irgendwie gut und gesund um und manche werden selber so oder geraten selber einfach, verirren sich, geraten ins Dickicht und kommen nicht mehr raus, klar. Wie sah es denn aus mit einer eigenen Familie? Also nach all dem, was Sie erfahren haben, waren Sie da jederzeit offen? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich mache überhaupt keine, ich will überhaupt niemals eine Familie gründen. Ich kann das nicht. Ich habe ja auch keine Vorbilder dafür, wie sowas aussehen sollte. Das war so Ihre erste? Ja. Und die anderen Vorbilder, die mir vor Augen standen, durch Freunde oder Klassenkameraden, das waren so bürgerliche Modelle, mit denen ich schon mal gleich gar nichts zu tun haben wollte. Nein, nein, völlig ausgeschlossen. Keine Kinder. Heute sind Sie Vater. Ja. Wie ist es? Super. Und jetzt reden wir über, möchten Sie Vorbild sein? Ich glaube, mein Vater war sehr bemüht darum, mir Vorbild zu sein. Auf so eine edgy Gangster-Weise. Und das möchte ich eigentlich nicht. Und vermutlich würden Sie sagen, Herr Thome, du bist es dann doch. Aber ich versuche, das nicht zu sein. Aber doch schon in dem Sinne, dass ich versuche, vorzuleben oder so zu leben. Nicht vorleben, sondern ich versuche, so zu sein, dass jemand sich daran getrost orientieren kann, ohne dass er mir in irgendwelche Abgründe folgt, wenn es Sinn ergibt. Ich finde interessant, dass man selber ja Vorbild sein will, schon, glaube ich. Mhm. Aber man will ja nicht, dass der das Kind zum Beispiel Nachbild von einem selbst wird. Das ist interessant, finde ich. Also Vorbild ja, aber nicht, dass man dann lauter Kopien von sich selbst produziert. Das wäre ja ein Horror. Also für mich jedenfalls, vielleicht für andere ein Wunsch. Ja. Stimmt. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank. Und es freut uns, glaube ich, alle, dass Sie Ihre Vaterrolle jetzt so mit ganzem Herzen genießen. Das kam ja aus der einen Aussage schon raus. Vielen, vielen Dank. Danke, danke. Ja? Müsste man jetzt meine Tochter fragen, ob das auch wirklich so ist. Ihre Tochter laden wir einfach das nächste Mal ein. Bei der nächsten Elternsendung. Frau Hillebrand, seit fast 3 Jahren, ich habe es schon angedeutet, führen Sie nach dem Tod Ihres Vaters den alten historischen Gasthof weiter, den Ihr Vater auch aufgebaut hat. Sie sind heute 21, also Sie haben sehr früh Verantwortung übernommen. Das kann man da schon rauslesen. Aber beginnen wir auch bei Ihnen erstmal bei den Eltern. Wie würden Sie Ihren Vater beschreiben? Oh, mein Papa ist für mich mein größtes Vorbild. Mhm. Also ich finde es immer so schön, ich denke sehr oft an ihn. Ich denke tatsächlich jeden Tag an meinen Papa, weil ich mich von seinem Leben inspirieren lasse. Also das, was er alles erlebt hat und gemacht hat und seine positive Einstellung, das ist für mich einfach mein Leitfaden. Also er war positiv. Wie würden Sie ihn noch beschreiben? War er humorvoll? Oh, definitiv. Also den Hillebrand-Humor, der ist sehr speziell. Da konnte meine Mama leider nicht immer mitlachen. Wie haben Ihre Mutter und Ihr Vater sich kennengelernt? Meine Mama kommt eigentlich aus Polen und mein Papa aus Garmisch. Und meine Mama ist Krankenschwester gewesen und hat sich um meine Oma gekümmert und ist dann die Treppen in dem Haus runtergekommen, weil mein Papa unbedingt die Pflegerin kennenlernen wollte. Und mein Papa hat meine Mama gesehen und war sofort schockverliebt. Er meinte, das ist die Frau fürs Leben.
Aber meine Mama dachte sich, okay, es sind 31 Jahre Unterschied. Okay. Ich weiß ja nicht so ganz. Ja. Naja, schlussendlich 2 Jahre später ist Sophia gekommen. Und es war die Liebe für immer, würde ich jetzt mal sagen. Da war Ihr Vater 63, glaube ich. Wie war das für Sie, doch einen älteren Vater zu haben? Fantastisch. Fantastisch. Also der eine oder andere würde sagen, Sophia, ich weiß ja nicht so, aber mein Papa hat mir Skifahren beigebracht. Er ist mit mir sogar ab und zu mal Tennis spielen gegangen, Klavier, hat er alles versucht mir zu ermöglichen, wirklich Schwimmen, Fahrradfahren. Also man hätte gar nicht gedacht, dass so ein alter Papa, in Anführungszeichen, weil für mich war er nicht alt, so viel für seine Kinder macht, so viel Attraktionen bietet, so viel mit denen unternimmt, so viel Wissen weitergibt. Und es war auch immer so nett, immer wenn wir einkaufen gegangen sind in unserem Supermarkt, den wir da in unserem Dorf haben, und man noch nicht so ganz wusste, ist es jetzt Enkelkind? Wurde dann immer so an der Kasse, da gab es so ein Süßigkeitenregal und ich war immer so, ja, kriegen die noch das oder das? Und mein Papa war immer so, ja, komm, leg drauf. Und dann die Kassiererin, ach, das ist ja lieb, dass der Opa dir so viel kauft, ne? Und ich dann immer so richtig böse die Kassiererin angeguckt und mein Papa mit einem Schmunzeln, weil er fand das total putzig. Er so, ich bin mehr. Ich so, das ist mein Papa. Ja. Aber Hillebrand-Humor, er hat's mit Humor genommen. Genau. Ja? Wie war denn oder wie ist vielmehr Ihre Mutter? Meine Mama ist die liebevolle Variante, würde ich es mal nennen. Also meine Mama ist ein Vorbild für mich, was die privaten Sachen angeht. Dieses Familiäre, sie hat nämlich 4 weitere Geschwister. Und die haben ein fantastisches Verhältnis zueinander. Und das ist für mich und meinen Bruder tatsächlich ein Vorbild, weil mein Bruder und ich haben auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Bin ich unfassbar froh darüber. Und da lassen wir uns so von Mama inspirieren. Wie streng wurden Sie erzogen? Ja, also das ist so die Frage. Wenn es um Benehmen ging, dann definitiv. Also wir durften jetzt nicht irgendwie so am Tisch sitzen, sondern mussten also gerade sitzen. Nicht so wie ich jetzt nicht, hier. Genau, durften nicht schmatzen und immer Bitte und Danke. Da waren unsere Eltern sehr streng. Aber sonst waren die wirklich, weiß ich nicht, ich würde mich nie über diese Erziehung beschweren. Und man merkt einiges auch erst im Nachhinein, wenn man erwachsen wird, was das auch zum Beispiel... Also damals hat es Ihnen nicht gefallen, immer. Manches lernt man erst im Nachhinein. So, genau, wenn man dann so am Tisch sitzt und eigentlich schon so als Kind ein bisschen rumlungern möchte und dann Papa und Mama sagen, Sophia, bitte gerade sitzen, ne? Rücken gerade, ein Mädchen sitzt gerade und so. Wie streng war es bei ihr? Das war bekannt. Ja, ja. Ja. Eins zu eins wie meine Mama. Ja, ehrlich? Ja. Musste man im Hause kretschen? Kretschmann man auch immer gerade sitzen? Oh, nee. Nee. Also meine schlechten Tischmanieren kommen vielleicht auch nicht von ganz ungefähr, aber das möchte ich jetzt mal nicht weiter breitreden. Okay. Ich habe, was das angeht, da habe ich eine ganz normale Laissez-faire-Dorferziehung, glaube ich. Reden wir von freier Atmosphäre am Tisch. Ja? Also das haben Sie auch mitgetragen und heute sehen Sie das. Genau. Oder auch, es gab ja mal diesen Trend mit den zerrissenen Hosen. Ja. Fand Sophia mit 13 natürlich total toll. Ihr Papa und ihre Mama fanden es nicht toll. Heißt, meine zerrissenen Hosen landen dann tatsächlich im Müll. Weil meine Eltern mir das auch verboten haben. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, ganz ehrlich, es war richtig, weil... Also ich habe da das eigentlich jetzt meine Meinung, warum soll ich mit einer zerrissenen Hose rumlaufen? Wenn ich jetzt zum Beispiel auch mit einem Dirndl rumlaufen kann. Ja, Mann. Das polarisiert wahrscheinlich. Und das ist ja auch gut so. Und Sie haben ja auch mit 15 schon angefangen, so ein bisschen Teilzeit oder wie auch immer man das nennen will, im Gasthof mitzuarbeiten? Ja, also es war so, mein Papa hatte eine OP und nach dieser OP kam er wieder nach Hause. Und ich war so, ja komm Papa, ich helfe dir jetzt im Büro. Und dann habe ich für ihn quasi das ganze Büro an dem Tag geschmissen. Und er war anscheinend so begeistert, dass ich dann wirklich tatsächlich ein paar Tage später meine erste Gehaltsabrechnung hatte. Und ich war so... Was ist das? Und der Papa war so, ja, du bist jetzt bei uns eingestellt. Und ich so, ah, schön, okay, gut. Und seitdem scheint Tag, aber auch eine dominante Figur zu sein. Da wird nicht gefragt. Ja, ne? Auf eine gute Weise. Ja, auf eine gute Weise. Seit dem Tag war ich dann quasi mit im Geschäft drin, aber eher so hinten im Büro. Wenn Sie das beschreiben, ich meine, ich habe gesagt, historischer Gasthof. Das ist ja ein bestimmter Bereich einer Altstadt in Nürnberg. Genau. Sollte eigentlich abgerissen werden. Ihr Vater hatte die Vision, das soll nicht abgerissen werden, da sehe ich was anderes. Hat dazu beigetragen, dass das gerettet wird, hat auch diesen Gasthof, diese Bratwurstküche gekauft und
zum Florieren gebracht. Wie, kann man sagen, es war eine Art Lebenswerk für ihn? Oh, definitiv. Ich sage immer, das war das erste Kind. Also Brados Küche ist quasi unser drittes Geschwisterchen. Okay, das vierte vielleicht, wenn man den Hund mitzählt, was wir machen. Aber ja, es war das erste Kind von Papa. Es war sein Lebenswerk. Und deswegen ist es für mich und meinen Bruder einfach eine riesengroße Ehre, dass wir dieses Lebenswerk weiterführen dürfen. 2000. Wenn wir uns erinnern, 2015 stand das mal auf dem Spiel. Es gab eine Brandstiftung. Wie schlimm stand es da um den Gasthof? Sehr schlimm. Also da hole ich mal ein bisschen mehr aus tatsächlich. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich bin frühst von meinem kleinen Bruder geweckt worden. Sophia, die Bratwurstküche brennt. Ich so, ja, Martin, verarsch ihn mal einen anderen, wie es unter Geschwistern ist. Und habe mich umgedreht, wollte weiterschlafen. Mhm. Auf einmal höre ich die Schritte von meinem Papa. Er so, Sophia, Bratwurstküche brennt. Ich innerhalb 30 Sekunden, Haare, Make-up, alles fertig, weil mit 13 muss man sich ja erst noch schminken. Aber wenn es brennt, wird Haare, ja, Make-up gemacht? Da wird es auch gemacht. Es ist eine besondere jugendliche Reaktion, okay. So, und dann saß ich mit Papa im Auto. Normalerweise haben wir eigentlich immer Bayern 1 gehört, aber das war dann halt an dem Tag irgendwie nicht so das Verlangen danach. Und mein Handy hat durchgehend nur vibriert, weil ich habe 1000 Nachrichten bekommen. Sophia, die Bratwurstküche brennt, hast du das überhaupt schon mitbekommen? Mama und Martin haben gleichzeitig irgendwie Fernsehen geguckt und uns das dann auch zukommen lassen. Und der Papa sagt so im Auto zu mir, ja Spatzi, ich habe jetzt Angst, wenn wir um die Ecke fahren, dass irgendwie die Bratwurstküche ineinander einbricht. Weil der Polizist hat noch am Telefon zu ihm gesagt, bitte erhutzen Sie sich nicht. Also beeilen sich nicht. Und dann kommen wir an und die Bratwurstküche sieht von außen eigentlich noch wirklich ganz normal und gut aus. Und wir waren so, ach schön, passt ja alles. Und dann durften wir tatsächlich das erste Mal rein und das war ein Horrorhaus. Also wirklich Horrorhaus, man konnte gar nichts mehr sehen. Und innen ist ja, es ist ja komplett historisch. Das Holz ist 600 Jahre alt, was wir da drin haben. Also das kann man nicht irgendwie wieder gut machen, wenn da irgendwas kaputt gehen sollte. Tausende von Tonkrügen, die wir bei Ausgrabungen gefunden haben. Wir haben Familienporträts da drinnen. Wir haben Sammlerstücke da drin. Das ist ein reinstes Museum, dieses Haus eigentlich. Und man kommt rein und erkennt gar nichts mehr. Er kennt einfach gar nichts mehr. Auch die Feuerstelle aus dem 16. Jahrhundert. Also wir hatten so Glück, dass diese Feuerwehr das so fantastisch gelöscht hat. Also hier nochmal das größte Dankeschön an die Feuerwehr in Nürnberg. Das werde ich dir nie vergessen. Meinen Sie, deuten an, dass Ihr Vater schon auch klar wusste, was er wollte. Ja. Gleichzeitig haben Sie ja bestimmte Dinge auch gemacht, haben gesagt, Sie hatten so Ihre Phase. Wie wichtig ist es auch, dass Eltern Spielräume lassen für Kinder, damit sie sich entwickeln können und ihre Wege gehen? Na, ich glaube, dass wir mal über den Plural reden müssen, über die Mehrzahl von Vorbild. Hm. Also erstens Mutter, Vater, das kam ja schon. Ja. Welche Stimmen hört man? Wie laut sind die Stimmen? Wie anschmiegsam, wie einfühlsam, wie überzeugend? Und dann ist es noch so, wie viel Stimmen hat die eine Person, der Vater oder die Mutter? Also redet der sozusagen immer nur mit einer Stimme nach dem Motto, also jetzt in Ihrem Fall, er ist der Geschäftsmann und Sie sind die Geschäftsfrau und das ist praktisch das dominierende Thema? Oder gibt es dann auch so eine Art Polyphonie, so ein Mehrklang in dieser Figur, dass der, also meinetwegen, dass der im Beruf erfolgreich ist, aber dann auch mal schwache Seiten haben kann. Und ich denke, das ist ganz wichtig für einen selbst, dass da nicht so ein Block, so ein Monster, so ein übermächtige Instanz da steht, sondern dass da jemand auch sozusagen Lücken hat, wo man mit der suchenden Hand so reinfassen kann. Ja, das ist doch auch vielleicht nicht, passt nicht alles ganz zusammen, dass da so eine Gebrochenheit auch da ist. Und solche Krisen sind natürlich wichtig, um Menschen richtig kennenzulernen. Dann auch. Die Familie hat dann auch eine Krise erlebt. Ihr Vater ist krank geworden, er hatte Blutkrebs. Haben Ihre Eltern Ihnen das gleich erzählt? Nein, unsere Eltern haben das für sich behalten. Also meine Mama war immer quasi an Papas Seite. Dadurch, dass sie ja Krankenschwester war, war das natürlich auch zum Vorteil. Sie haben uns das nie so explizit gesagt, ja, Papa hat jetzt Blutkrebs und wir wissen nicht, wie lange er noch leben wird, sondern das war irgendwie nie so ein Gesprächsthema. Wann haben Sie dann davon erfahren?
Naja, eigentlich hätte ich das irgendwie von Anfang an checken können, wenn ich das so in meiner Jugendsprache sagen kann. Da ich meinen Papa halt immer wieder zur Chemo gefahren habe. Hier dürfen Sie es übrigens nicht. Gott sei Dank. Alles gut. Ja. Ich habe meinen Papa halt immer zur Chemo gefahren. Mhm. Und irgendwie habe ich das aber nie realisiert, weil mein Papa einfach vom Kopf her so topfit war. Mhm. Also man hätte einem 82-jährigen Mann niemals da sein Alter ansehen können. Er hat noch das Geschäft geschmissen bis 2 Wochen vor seinem Tod. Er hat an alles gedacht, an Geburtstage, Namenstage, hat Geschenke vorbereitet, alles. Und deswegen wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass mein Papa sterbenskrank ist. Mein Papa hat auch nicht mal irgendwie Schmerzmittel über diese ganze Zeit genommen. Und das ist ja, wenn man Krebs hat, eigentlich schon, würde ich jetzt mal behaupten, beeindruckend, weil die Chemo ist wirklich sehr, sehr speziell, sehr anstrengend für den Körper. Und ich bewundere ihn bis heute, wie er das gemeistert hat. Ich bewundere auch meine Mama, wie sie als Partnerin, als Krankenschwester ihm da auch so zur Seite stand. Als Team waren die da irgendwie und haben als Team versucht, diese Krankheit zu bewältigen. Natürlich hat man es dann, als es dann ja, zum Ende hinging, irgendwie schon mehr wahrgenommen und war so, okay, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ich habe es tatsächlich auch erst so einen Tag vor Papas Tod wahrgenommen und hatte dann so einen mentalen Zusammenbruch, dass Mama dachte, sie muss gleich den Krankenwagen rufen, weil ich mich nicht mehr beruhigen konnte. Das ist ja dann umso schockierender, ja. Oder? Ja. Es war auch ziemlich schwer, das dann Martin mitzuteilen. Also ich bin dann noch... Martin, Ihrem Bruder? Genau, mein kleiner Bruder. Mein Papa und mein Bruder heißen gleich, das ist so eine Traditionssache bei uns. Ich bin mit meiner Tante, die hat uns Gott sei Dank während der Zeit auch begleitet und war dabei und hat uns geholfen. Sie ist mit mir in die Schule gefahren, hat Martin geholt und dann war der Arzt da und musste dann Martin irgendwie erklären, dass halt ja auch Papa bald nicht mehr da sein wird. Und, haben Sie sich verabschiedet? Ja, und da muss ich sagen, haben wir wirklich Glück gehabt, dass wir diese Möglichkeit hatten, weil wir sind dann natürlich gleich zu Papa gerannt und haben gesagt, Papa, wir lieben dich, danke für das alles und ich habe tatsächlich auch noch gesagt, dass ich meine Tochter oder meinen Sohn nach ihm benennen werde. Jetzt nicht zwar Martin, weil das ist Martins Aufgabe, aber ich finde den Spitznamen von meinem Papa Tini sehr schön. Und ja, so als kleines Denkmal an ihn, als Belohnung an ihn, dass das so ein toller Papa war. Und war dann klar, dass Sie weitermachen? Also als Sie haben dann auch noch die Grabrede gehalten, aber irgendwann, man ist ja auch erstmal sehr beschäftigt mit allerlei Dingen, nachdem ein enger Mensch verstorben ist. Es gibt viel zu organisieren, aber als Sie dann zur Ruhe gekommen sind, war dann klar, Sie wollen diese Verantwortung? Haben Sie sich mit Ihrer Mutter und Ihrem Bruder besprochen? Oder wie haben Sie sich dann überlegt, wie es weitergehen soll mit Ihrem Leben mit dem Gasthof? Also ich habe ja tatsächlich im September 2020 meine Ausbildung als Mediengestalterin angefangen und im Oktober ist ja daraufhin mein Papa gestorben. Und ich habe mir da also nur eine Woche Urlaub genommen und dann bin ich gleich wieder in die Ausbildung und habe dann mal mit meinem Chef gesprochen, habe gefragt, wie wir das irgendwie managen können. Und dann haben wir halt versucht, das beides unter einen Hut zu kriegen. Aber meine Mama und mein Freund haben dann irgendwann gesagt, Sophia, also jetzt... Wir schauen in die Zukunft, wenn du beides machst, geht es den Bach runter. Und beides geht nicht auf einmal. Und da hatten die beiden tatsächlich recht. Ich habe dann im Januar meine Ausbildung als Mediengestalterin abgebrochen und habe gesagt, ich steuere das Unternehmen jetzt durch die Corona-Krise, weil ich kann mich nicht gegen das Unternehmen von meinem Papa entscheiden. Und ja, habe dann meine 12 Mitarbeiter durch die Corona-Krise gesteuert. Respekt dafür. Und Sie haben schon gesagt, dass Sie oft noch an Ihren Vater denken, eigentlich täglich. Gibt es dann auch so Situationen, dass Sie sich fragen, was hätte Papa jetzt gesagt? Oh, das ist definitiv. Ja. Also ich habe immer so eine Situation mit dem Brand vor mir. Mhm. Als wir dann wieder aus der Bratwurstküche rausgekommen sind und dann alle Mitarbeiter verheult draußen im Biergarten saßen und mein Papa dann zu den Mitarbeitern hinkam und gesagt hat, so, meine Lieben, ihr habt jetzt alle erstmal Urlaub und wenn ihr dann wiederkommt, so in einem halben Jahr, kriegt ihr alle ein neues Dirndl. Und das ist für mich irgendwie so, ich habe das so vor Augen und denke mir, egal wie schwer eine Zeit ist, egal wie du vor dem Abgrund stehen kannst, es folgen immer positive Zeiten und du musst einfach positiv denken. Weil es bringt dir nichts, in negativen Zeiten negativ zu denken, das zieht dich nur runter, das macht dich nur fertig. Du musst einfach nur schauen, okay, das ist jetzt halt irgendwie blöd gelaufen, aber... Daran, ja, scheitert es nicht. Schön, dass Sie hier sind, Frau Hillebrand. Wie ist es
für Sie, Herr Frank, wenn Sie auf so einen Bezug zu Eltern schauen, der so ungebrochen ist, bedauern Sie das, dass Sie das nicht genauso erlebt haben? Ist das so ein Stich oder ist das einfach, dass Sie sagen, nee, deshalb bin ich jetzt so, wie ich bin? Ich freue mich, dass es sowas gibt und dass es das so gibt und dass es so starke Vorbilder gibt, die man übernehmen kann. Ich finde das einfach immer nur wunderbar, wenn man diesen Sachen so begegnet. Ja. Vielen Dank. Ja, bitte. Herr Kretschmann, wir haben bisher ja zwei sehr unterschiedliche Familiengeschichten gehört. Ne? Von Kindern, die ihre Eltern als Vorbilder erleben und von Kindern, die ihre Eltern nicht so sehr als Vorbilder erleben. Wenn Sie sich verorten müssten, würden Sie Ihre Eltern als Vorbilder bezeichnen oder tun Sie sich schwer mit dem Begriff auf Ihre Eltern angewendet? Ich würde sie als Vorbilder bezeichnen, aber was mir am allerwichtigsten ist, dass beide noch leben. Da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar in meinem Alter, dass meine Eltern nicht nur leben, sondern dass sie gesund sind, dass sie auch ein rechtschaffenes Leben führen, um es mal so zu nennen, ihr Leben hervorragend meistern, wofür ich sie sehr bewundere. Und da bin ich vor allem sehr, sehr dankbar. Ja. Ich glaube, das mit dem Vorbild, das ändert sich dann ab einem bestimmten Alter, wo man eher guckt, jetzt muss man halt nach den Eltern eher schauen. Ja? Mhm. Also jetzt sind die Eltern auf einen angewiesen und nicht mehr so andersrum. Ja. Aber trotzdem sind meine Eltern, und zwar beide wohlgemerkt, für mich eine Quelle der Inspiration. Mhm. Jetzt mal davon abgesehen, ich wohne ja auch in meinem Heimatdorf, ja, genau. Dass es natürlich auch mal gute Kässpätzle gibt bei meiner Mutter, ja. Dass man ja. sich gegenseitig auch hilft. Dafür bin ich technisch etwas bewanderter, ja. was das Digitale angeht. Ich bin da vor allem sehr dankbar. Also es ist Dankbarkeit und auch für das Miteinander, das es noch gibt. Und das gute Miteinander. Ja, der Name Kretschmann dürfte den meisten hier bekannt sein. Ihr Vater ist Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat. Vom Beruf ist er Lehrer, auch ihre Mutter war Lehrerin. Ihre Geschwister haben diesen Beruf ebenfalls ergriffen. Sie sind dann früh nach Berlin gezogen, haben Religionswissenschaften und rumänische Linguistik studiert, haben das Studium auch abgeschlossen, dann lange als freier Journalist, Online-Journalist gearbeitet. Dieses nach Berlin gehen, dieses Studium wählen, Journalist sein, war das auch so eine ganz bewusste Entscheidung? Ich schlage andere Wege ein als der Rest der Familie? Ich glaube damals noch nicht. Und da war das ja auch noch nicht klar. Mein Bruder ist ja jünger als ich, das heißt, der hat ja noch gar nicht studiert. Meine ja. Schwester schon als Lehrerin, aber da war das noch nicht klar. Ich bin eigentlich von Lehrern umringt und bin ich jetzt der Einzige, der mal irgendwie nicht Beamter oder Angestellter wird oder wie auch immer. Wobei ich jetzt gerade einschieben kann, im Moment bin ich wieder etwas in diese Lehrerrolle geschlüpft, weil ich im Rahmen des Programms Mundart in der Schule mache ich so Dialektvermittlung an Schulen. Ah ja. Und merke dann schon auch, naja, so ein bisschen Lehrerpersönlichkeit ist vielleicht doch in mir. Und jetzt am Sonntag werde ich arbeiten als Dorfschullehrer im Museumsdorf Kornbach. Also, aber als Lehrer von 1925 mit Erziehungsmethoden, auch für meinen Vater und meine Mutter. Aber man merkt schon, die Annäherung ist da. Sie waren übrigens auch als Blasmusiker aktiv und in der Blasmusikszene aktiv. Was heißt das genau? Das heißt, ganz normal auf dem Dorf, das ist ja bei uns eher die Regel als die Ausnahme, dass man irgendwann früher oder später mit einem Musikinstrument in Berührung kommt. Ich habe Blockflöte irgendwie gehasst, deswegen ging es bei mir länger, bis ich wieder mich rangetraut habe. Habe dann mit Flügelhorn angefangen, bin aufs Waldhorn umgestiegen, was eine gute Entscheidung war. Und habe das dann auch mit nach Berlin genommen, im wahrsten Sinne des Wortes, was mir dort wirklich viele Türen geöffnet hat. Und auch dort erst für meine Integration gesorgt hat, dass ich mir dann ein Symphonieorchester anfangs, dann ein Blasorchester gesucht habe, später selber eins gegründet habe. Das ist so so mein Anker auch in der Gesellschaft, sowohl auf dem Dorf als auch in Berlin, wo ich nach wie vor immer wieder vorbeischaue. Ah, genau, das würde mich interessieren, denn Ihre Eltern, Sie haben gesagt, Sie sind auf dem Dorf groß geworden, Ihre Eltern leben immer noch dort, Sie mittlerweile auch wieder. Warum sind Sie? Oh, das ist eine gute Frage. Ja. Oh, Backe, scheinbar hier, jetzt machen Sie ja was auf. Also, dass ich erst nach Berlin bin und dann aber wieder zurück, das sind, glaube ich, auch innere Missverständnisse mit dem Spiel. Okay. Also, Herr Professor Thome, der wird mich jetzt wahrscheinlich lange auf der Couch gehalten wollen, um das zu ergründen, warum ich jetzt von Berlin wieder... Er ist ja Philosoph. Warum ich jetzt 200 Meter Luftlinie wieder in meinen Elternhof gezogen bin. Ja. Also, das waren schon auch irgendwie Missverständnisse, muss ich sagen. Innere. Ja. Aber jetzt ist es so, es hat wieder einen gewissen Sinn bekommen, wo ich 2014 eher durch Zufall in ein Kommunalparlament gekommen bin.
was mich auf so einen politischen Trichter wieder gebracht hatte. Und das hat jetzt, ich sag mal, gegipfelt in der Bundestagskandidatur. Was ich von der halten soll, kann ich bis heute nicht so genau sagen. Aber es sind so die Lebenswege. Wenn wir den noch mal ein bisschen früher angehen. Sie sind in diesem Dorf groß gewachsen. Wie würden Sie das denn beschreiben? Wie präsent waren Ihre Eltern? Wie haben Sie sich gefühlt in diesem Dorf, wenn Sie zurückschauen? Also was man schon sagen muss, das kann man sich heute nicht mehr so einfach vorstellen, was jetzt, sagen wir mal, durchaus eine Last war, für die ich nichts kannte, aber die auch nichts mit Schuld zu tun hat. Meine Eltern waren eben Grüne im Dorf der 80er Jahre, und zwar in einem schwarzen, also erzkatholischen Dorf. Und da wurden wir Kinder schon als Grüne gehänselt und beschimpft. Was halt mit so Dauerbrennern wie zum Beispiel Abtreibung. Also ich habe ja im Wahlkampf wirklich viel erlebt, also was mir alles an den Kopf geworfen wurde. Aber Abtreibung ist jetzt nicht mehr so das Thema, wo man die Grünen damit assoziiert als Schreckgespenst. Es war damals schon so, dass wir als grüne Sauen so beschimpft wurden. Also das heißt, der Beruf Ihrer Eltern und Ihres Vaters, der hat schon zurückgewirkt auf ja, Sie. Ja. Was für ein Typ Vater war denn Ihr Vater? Wie würden Sie ihn beschreiben? Ich komme auch noch zu Ihrer Mutter, also so ist es nicht. Ja, liebevoll zugewandt, vor allem auch sehr inspirierend. Das ist eine Seite an ihm, die jetzt zum Beispiel gar nicht so oft auftaucht. Da werden ja eher Klischees bedient. Aber mein Vater hatte zum Beispiel einen großen Hang für Science-Fiction oder fantastische Literatur. Ah ja. Also einfach, der hat uns komplette Werke vorgelesen, jeden Abend. Also das habe ich als sehr wertvoll in Erinnerung. In die Welt der Fantasie ist er mit Ihnen eingetaucht. Genau. Und Ihre Mutter, was hat sie gehabt? Na, sie ist der leutselige Typ und eben halt auch der Muttertyp. Also sie hat auch, ich glaube, nie Vollzeit gearbeitet oder so. Das war eben die Mutter auf dem Dorf mit drei Kindern, ist man halt gut auf Trab. Ja. Die Mutter halt, die ihre Kinder im wahrsten Sinne des Wortes nährt in jeder Hinsicht. Und für sie da ist und uns eben eine behütete Kindheit ermöglicht hat. Wer war Ihnen näher, kann man das sagen? Auch ganz schwierig. Ja? Das hat auch immer wieder ein bisschen gewechselt. Ja. Also ich habe eine spezifische Nähe zu meinem Vater, weil ich ihn zum Beispiel als Ethiklehrer hatte. Ich hatte Unterricht bei meinem Vater. Ach, tatsächlich? Ja, das ging damals nicht anders. Mein Vater hat, weil Bio und Chemie, deswegen kommt auch so sein Hannah Arendt-Splen, wurde er Ethiklehrer. Das war damals sehr einfach für ihn, weil Ethik kein hohes Prestige genossen hat in Baden-Württemberg. Ja. Das war so ein bisschen, da musste man ein paar Kurse machen und so. Das war halt für die irgendwie, was weiß ich, für die Zeugen Jehovas oder für die Atheisten gab es halt einen Ethikunterricht. Ja. Aber Sie haben ihn als Lehrer erlebt? Ich hatte ihn als Lehrer gehabt. Und gab es Zensuren? Ja, na sicher. Und was haben Sie bekommen? Oh, das... Mal gucken, ob Sie das überall rauskommen. Also sagen wir es mal so. Im mündlichen Ethik-Abi hätte mich mein Vater gern schlechter bewertet. Der wurde aber von den anderen überstimmt. Okay. Die anderen haben gesagt, ah, genial, wie der Johannes Kretschmann das aus dem Moment raus entwickelt hat. Mein Vater hat sich gedacht, er war bloß zu faul zum Lernen. Also von daher würde ich sagen, hat er mich fair bewertet. Aber das war natürlich schon auch was Besonderes. Ich habe auch eine spezifische Nähe zu meiner Mutter, die sich jetzt sogar wieder etwas verstärkt hat, seitdem ich auf dem Dorf wohne. Ich mit ihr öfter einen alltäglichen Umgang habe, alltägliche Gespräche. Und zum Beispiel auch eigentlich ja eher in ihre Fußstapfen trete als Kommunalpolitiker. Meine Mutter war auch Kreisrätin. Ja, und wenn Sie das so beschreiben, weil immer wieder kommt auch das Dorf auf. Ist es, sind Sie dort schon? Es gibt ja Menschen, die haben auch eine Verwurzelung in dem Ort, wo sie aufgewachsen sind. Und andere, die sind da unterwegs und da unterwegs. Würden Sie schon sagen, dass Sie dort auch verwurzelt sind? Ja, bin ich schon. Habe da auch tiefe Wurzeln. Bin schon aber auch immer wieder in einer Außenseiterrolle. Das merke ich. Also zum Beispiel, kann ich jetzt ja mal so sagen, ich werde von vielen Leuten für schwul gehalten. Aber jetzt nicht, aber jetzt nicht, weil ich irgendwie mit Männern rumgeknutscht hätte oder irgendwie so, sondern weil ich Besuch aus Berlin krieg, also von meinen teilweise sehr, sehr heterosexuell aktiven Freunden, und die dann natürlich halt bei mir übernachten, irgendwie vielleicht einen pinken Pulli tragen, weil man das in Berlin so tut. Okay. Dann denken die, oh, der Kretschmann. Die gehen nicht in getrennte Betten oder vielleicht lange Haare oder wenn ich ein zu rostiges Auto hatte oder Geisteswissenschaften studiert habe. Gibt's wieder Orgien oder wie auch immer. Verstehe. Ja, man lernt vieles kennen hier. Ich würde auch gerne noch auf Ihre Politiklaufbahn kommen. Aber eins noch so, wenn Sie Ihr Leben heute mit Ihren Eltern, da wir jetzt gerade beim Dorf sind,
200 Meter haben Sie gerade gesagt, entfernt. Wie oft treffen Sie sich? Gehen Sie abends immer mal vorbei oder wie sieht es aus heute? Ach ja, schon ein paar Mal in der Woche. Ja? So weit würde ich jetzt schon gehen, aber das ist jetzt auch sehr ungezwungen. Und ich habe gehört, Kässpätzle gibt es und Karten werden gespielt, ist das richtig? Ja, ja. Ja, Karten. Was spielen Sie dann? Binokel, vorzugsweise. Okay. Das ist so die schwäbische volkstümliche Abart von Skat. Und führen Sie Listen, wer gewonnen hat? Ja, selbstverständlich. Was ich leider aber sagen muss, das wirft kein gutes Licht auf die familiäre Entwicklung. Wir spielen leider nicht mehr regelmäßig um Geld. Oh, okay. Was ich bei meiner ostpreußischen Oma gelernt habe. Ah, okay. Die hat es uns beigebracht, uns Kinder. Wir haben Karten gespielt, zu denen wir Karten halten konnten. Ja. Und um Geld noch vor der Grundschule. Weil das dazu erzogen hat, dass man es nicht übertreibt. Ja. Und wer, mit dem Reizen führt, und so. Wer führt im Moment in der Nicht-Geld-Rangliste? Ach, das sage ich jetzt nicht, wer da irgendwie so. Aber es ist schon so, dass es Spaß macht und man auf Augenhöhe spielt, auf jeden Fall. Sie haben schon gesagt, 2014 sind Sie dann in die Kommunalpolitik eingestiegen. Seit 2019 dann auch Fraktionsvorsitzender im Sigmaringer Kreisrat für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie haben gerade gesagt, eigentlich wandeln Sie da auf den Spuren Ihrer Mutter. Ist es für Sie trotzdem überraschend, dass gleich die Öffentlichkeit gesagt hat, da ist er auf den Spuren seines Vaters? Naja, auf irgendwelchen Spuren zu sein, meine Güte, das macht ja erstmal nichts. Ja. Was mich eher schon auch ein bisschen, wo ich dachte, oha, jetzt geht's aber los. Wo meine Kandidatur publik wurde, kam halt aus der rechten Guerilla natürlich gleich Leserbriefe. Mhm. Das heißt, der surft auf der Welle seines Vaters. Ja. So muss man sich das ja eher vorstellen. Ist es nützlich oder nicht nützlich, so einen Vater zu haben, der da als Ministerpräsident nicht ganz unbekannt ist? Ich habe da, muss ich Ihnen sagen, seit der Bundestagswahl währenddessen zum Glück nicht. Da war ich arglos und frisch und froh, da hat mich das nicht gejuckt. Aber danach sehr viel drüber nachgedacht. Ich kann Ihnen darauf keine befriedigende Antwort geben. Es war undurchschaubar. Es hat mich auf Schritt und Tritt verfolgt, überall, im Guten wie im Schlechten. Ob jetzt unterm Strich das meine Chancen erhöht oder geschwächt hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann nur sagen, das hat, wie soll man sagen, ich wurde dadurch schon ein Stück weit ein Spielball von Mächten, die ich nicht beherrsche. Wie können wir damit umgehen? So weit würde ich schon gehen. Ja, wenn bei der Namensnennung, bei so einer Persönlichkeit, die ihr eigenes Leben hat, ne, wie wir es ja auch kennenlernen, dann trotzdem gleich immer der Vergleich zum berühmten Vater in diesem Fall kommt? Also die erste Tür geht leichter auf, wenn man so einen Namen hat. Kretschmann, und die nächsten Türen gehen dann vielleicht zu. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie auch solche Erfahrungen gemacht. Ja, Noemi, bei Ihnen ist ja so, Sie tragen ja den Namen des Vaters. Genau. Hat Ihnen das ein bisschen Druck genommen, dass da nicht gleich immer Jessica stand in Ihrer sportlichen Laufbahn? Ja, dadurch konnte ich mir halt meinen eigenen Namen machen. Mhm. Ja. Ja, war für mich mega. Ja. War für mich mega, ja. Also ich finde das, immer besonders bewundernswert und für mich persönlich ein bisschen unheimlich, wenn man in dem gleichen Revier sozusagen jagt. Im Wirtshaus, in der Politik oder so. Weil dadurch so eine Art Überlagerung von Rollen passiert. Die Eltern sind natürlich sowieso wahnsinnig präsent. Und dann sind sie eben präsent als Menschen aus Fleisch und Blut, mit ihren privaten Vorlieben und so weiter. Und darüber legt sich dann auch noch diese professionelle Identität. Mhm. Und man kriegt als Kind dann das volle Paket. Also da stöhnt man auch ganz schön, wenn das auf den Schultern landet, weil man es ja auch schlecht trennen kann. Mhm. Sie haben das 20 Monate erlebt. Ich glaube, der Bundestagswahlkampf ging 20 Monate. Sie wurden immer wieder darauf angesprochen. Aber mich interessiert auch, weil Sie sind ja jetzt hier heute zu Gast, Sie haben gut abgeschnitten, aber Sie sind knapp gescheitert. Wie war das für Sie? Haben Sie das als tiefe Niederlage, als Rückschlag empfunden oder wie sind Sie damit umgegangen? Ich möchte es noch mal kurz relativieren. Ja. Also ich habe für den Bundestag kandidiert. Ja. Mein Vater ist Landespolitiker, durch und durch. Ja. Vor allem, er hat ja auch nie außerhalb, er hat mal irgendwie beim Joschka Fischer als Grundsatzreferent in Wiesbaden gelebt. Ich glaube, nicht mal 2 Jahre außerhalb. Mhm. Ich war in Berlin über 10 Jahre. Mhm. Ich habe Rumänisch studiert, war im rumänischen Ausland, habe einen Schwerpunkt Osteuropa gehabt im Wahlkampf. Ich würde also schon sagen, dass ich ein anderes Revier habe. Also ich meine, man würde ja einem Kind auch nicht sagen,
das irgendwas mit Wirtschaft macht oder so. Du bist nicht aus den Fußstapfen. Aber allein das Etikett. Das sind ja keine Familienunternehmen. Eben das Etikett, was an mich herangetragen wird, das war eben das. Ja. Und das hat natürlich den Stempel auch auf meine Bundestagskandidatur gelegt. Mhm. Ich hatte natürlich eine völlig, völlig unangemessene Aufmerksamkeit. Deswegen sitze ich ja auch hier. Das ist ja der einzige Grund, warum ich hier sitze. Nicht, weil ich hier Dorfschullehrer in Kürnbach bin. Weil es um Eltern und ihre Kinder geht. Genau. Und da sind Sie ein Beispiel. Also ich hatte eine völlig unangemessene Aufmerksamkeit. Ja. Mhm. Und dadurch wurden auch Hoffnungen zum Beispiel von Klimaschützern in den Wahlkampf gelegt, bei denen mein Gegenkandidat, der alteingesessene CDU-Kandidat und wieder Bundestagsabgeordnete, der stand bei denen nicht gerade hoch im Kurs beim Klimaschützern. Deswegen wurde das hochstilisiert zu einem Zweikampf, ja, mit offenem Ausgang. Ich habe das nicht befeuert, aber natürlich wird man da mitgerissen. Mhm. Und das macht es ja auch spannend. Man ist irgendwie locker und entspannt und sagt, ich habe doch nichts zu verlieren. Und der andere zittert und bibbert bei den Podiumsdiskussionen. Ja. Aber wenn dann die Wahl rum ist und man sozusagen nach 20 Monaten Lehre keinen Gesellenbrief bekommt, zieht es in meinem Fall mir schon etwas den Boden weg. Weil ich eben auch beruflich nicht zurück in die Realität gekommen bin, sondern eher in ein Niemandsland. Hat Ihr Vater Ihnen zugeraten zu dieser Kandidatur oder ab? Oder haben Sie ihn gar nicht um seinen Rat gefragt? Er hat das sehr, wie das ist, seine Art ist, so eher sachlich bewertet. Er hat gesagt, nee, ist gut, wenn Leute aus dem ländlichen Raum, wenn die starke Kandidaten haben. So ganz allgemein. Nee, das war meine eigene Kiste und mein eigener Ratschluss und meine eigene Entwicklung. Mhm. Die hatte mit meinem Vater, aber das bringt immer gar nichts, das zu beteuern. Mhm. Ich meine, ich bin halt einen sehr, doch sehr eigenen, vielleicht auch eigentümlichen Weg gegangen mit meinem geisteswissenschaftlichen Studium, mit dem sehr langen Studium. Ja. Auch der in meiner Familie, der halt im kulturellen Bereich als Kulturschaffender auftritt. Von daher war das ja für mich gar nie ein Thema. Ich bin mit nach dem Abi ausgezogen und habe mich dann ganz normal abgenabelt. Ich glaub, das ist für mich völlig normal. Und dass Sie Ihren eigenen Weg gegangen sind und trotzdem, dass es Gemeinsamkeiten gibt. Und wie gesagt, die Dankbarkeit dafür, dass es dieses gemeinsame Miteinander gibt. Man muss dazu sagen, Ihre Familie hat auch eine schwierige Zeit hinter sich. Ihre Mutter hatte eine Krebserkrankung, hat das auch öffentlich gemacht, hat auch öffentlich darüber gesprochen. Wie viel Respekt haben Sie auch davor, wie Ihre Mutter mit dieser Krankheit umgegangen ist? Ja, das ist Wahnsinn. Die ist zu Hochform aufgelaufen. Also erstens mal hatte sie halt keine Furcht. Dann hatte sie in unserem Krankenhaus auf dem Lande, die dort aber in der ersten Liga spielen, in der Onkologie und der Krebs, hatte sie eine hervorragende Behandlung. Musste keine Chemotherapie machen, hat die Sophia schon gesagt, wie sehr das belastet. War dankbar, konnte ins Krankenhaus zur Bestrahlung laufen. Hat sich davon nicht unterkriegen lassen, sondern für sie war das ein Stimulus. Also ich erinnere mich dran, da war EM noch Corona-Zeit und meine Schwester ist auch so ein bisschen DFB-Fußball. Also es geht nichts drüber, wenn es Länderspiele gibt, Turniere, Pflichtspiele. Und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, die war da im Dorf, Irene, wir gucken das jetzt nicht daheim in der Stube an, wir gucken, ob es irgendwo ein Public Viewing gibt in Sigmaringen. Bin ich ein bisschen auf Pirsch, habe geguckt. Dann war das halt eine schöne Beiz, wie man auf Schwäbisch sagt, also eine Kneipe. Ja. Mhm. Und meine Mutter wollte unbedingt mit. Mhm. Die haben natürlich, wo die erkannt haben, die fielen aus allen Wolken, dass jetzt meine Mutter in so eine Raucherpinte da mit uns mitkommt. Und das hätte ich vorher, wäre die wahrscheinlich da auch nicht so scharf drauf gewesen. Dann auch noch schön danach mit Autokurs, habe ich ihr erklärt, wie das jetzt läuft. Ich hänge die Fahne raus, sie muss hupen, da hat man sogar gewonnen. Ja. Und dann hat die das Interview ihres Lebens gegeben. Und vor allem war sie halt auch gegenüber ihren Mitmenschen umso empathischer. Mhm. Also sie hatte kein Mitleid mit sich, sondern ihre Antennen gegenüber anderen Menschen wurde noch feiner. Und was ich da natürlich toll finde und auch bewundere, dass sie da sicher vielen Frauen auch Hoffnung und Trost gegeben hat. Ich finde das so. Diese häufigen Krankheit Brustkrebs. Ja, also Hoffnung braucht man definitiv bei der Krankheit Krebs. Ich finde, wenn die Hoffnung genommen wird, ab dann geht es auch bergab. Und deswegen finde ich das eine tolle Leistung von ihrer Mama, wirklich. Und nur noch eins. Sie haben gesagt, sie hatte keine Furcht. Wie war das? Ja, oder? Aber ich meine, im Hauptsächlich stand das andere im Vordergrund. Wie war das bei Ihnen? Hatten Sie Sorge? Hatten Sie Angst? Oder hat Ihre Mutter Ihnen das mit? Nee, also das hat. Aber wenn meine Mutter anders drauf gewesen wäre, wäre das anders gewesen. Ja, ja. Also natürlich hatten wir Angst und Sorge. Aber erstens mal ging das alles schnell und ging schnell einen guten Weg. Aber sie hat uns das halt abgenommen.
Wenn warum, Sie sollen wir, also warum sollen wir mehr Furcht haben als Sie selbst? Mhm. Sie haben jetzt, finde ich, ein schönes Bild gezeichnet Ihrer Verbindung zu Ihrer Mutter, zu Ihrem Vater. Wenn Sie das noch mal für sich zusammenfassen, welche Eigenschaften Ihrer Eltern würden Sie sich zum Vorbild nehmen? Welche vielleicht aber auch nicht? Ja, ja. Guter Versuch. Also fangen wir mal gut an. Also von meiner Mutter habe ich ein Stück weit eine Leutseligkeit. Mhm. Und dass sie auf Menschen zugeht und, mhm, und überhaupt alles andere als menschenscheu ist. Auch an einem Tag der Repräsentation, dann schwätzt meine Mutter in der Straßenbahn oder im Zug noch Leute an. Also die muss man gar nicht ansprechen, die schwätzt einen selber an. Das ist bei mir nicht so stark entwickelt, wenn ich eben da die Korrektur durch meinen Vater habe. Der ist eigentlich ein eher grüblerischer, introvertierterer Mensch. Mhm. Ja, aber dafür halt mit einem sehr, sehr eigenen Kopf, einer intellektuellen Schärfe, einer großen Weitsicht in die Zeit voraus, obwohl jetzt auch Mitte 70 ist, ist er nicht nur im Hier und Jetzt, sondern vor allem auch im Morgen. Und meine Mutter ist gleichzeitig aber auch eine, was jetzt auch nicht so rüberkommt, eine sehr belesene. Mhm. Also ich habe von meinen Eltern wirklich gute Sachen mitgenommen. Die schlechten Sachen, die können Sie jetzt ja aus mir hier noch rauskitzeln. Da sind Sie jetzt gefragt. Ja, ich glaube, das ist schon okay, wenn Sie die jetzt nicht nennen. Ich habe ja danach gefragt. Ich glaube, wir sollten es jetzt hier auch nicht investigativ gestalten. Sie sind da, um über Ihre Eltern so zu berichten, dass es Ihnen auch für den Anlass entsprechend würdig erscheint. Deshalb vielen Dank, Herr Kretschmann, dass Sie da sind. Oder hätten Sie mir vielleicht doch noch gesagt, wenn ich... Ja, ich hab schon ein bisschen nachgedacht. Ja, also dann... Also, Sie können sich jetzt aussuchen, was von wem stand. Ja, okay. So. Wobei sich ja meine Eltern zum Glück ja auch korrigieren. Ja. Ja. Also, ich habe einen Schlag Disziplinlosigkeit mitgekriegt und ich habe einen Schlag ein zu loses Mundwerk mitgekriegt. So. Da unser ja Thema ist, Eltern sind Elternvorbild, lassen wir das einfach in der allgemeinen Form stehen. Nochmal danke für den Nachschlag. Magdalena Jeska, Sie waren die erfolgreichste deutsche rhythmische Sportgymnastin. Wir kennen uns schon ein paar Jahre, muss man dazu sagen. Aber ich habe noch nie gefragt, wollten Sie, dass Ihre Töchter in Ihre Fußstapfen treten? War das ein Wunsch? Ja, wolltest du? Es hat sich ergeben, tatsächlich ergeben. Natürlich bringt man nicht zwei Kinder zur Welt und sagt, ja, sie wird eine rhythmische Sportgymnastin. Das, da mussten auch Voraussetzungen da sein. Noemi hat die bekommen und auch das Interesse hat sie übernommen von mir an diese Sportart. Mein zweites Kind hat das Talent vom Papa eher vererbt. Fußballer, steif ohne Ende, kann sich nicht nach vorne beugen. Mhm. Von daher ist meine zweite Tochter ist Tennisspielerin geworden, nicht professionell, aber zum Spaß hat sie gespielt. Das ist auch in Ordnung so. Aber bei Ihnen ist der Funke übergesprungen? Ja, auf jeden Fall. Also Mama hat mich ja schon immer mit in die Halle genommen. Also ich bin mit rhythmischer Sportgymnastik aufgewachsen. Mamas Mama hat ja auch schon rhythmische Sportgymnastik gemacht. Das heißt, es lag auch einfach in der Familie. Mhm. Ich war immer mit in der Halle, habe die anderen Mädels gesehen, was die für wahnsinnig tolle Sachen gemacht haben. Und ich war so, oh mein Gott, wow, das möchte ich auch können. Mhm. Im Prinzip hat sich genau die Geschichte wiederholt, wie es bei mir war. Meine Mama war tatsächlich auch polnische Meisterin in der rhythmischen Sportgymnastik, ja, hat dann angefangen als Trainerin zu arbeiten und ich nach dem Kindergarten habe meine freie Zeit in der Turnhalle verbracht, nicht weil ich es musste, ich wollte unbedingt dahin, ich bin hingerannt. Und hat sie dann auch trainiert? Nein, sie hat mich niemals trainiert gehabt. Ich habe einfach für mich selber auf der Seite erstmal angefangen, die Keulen zu schmeißen. Ja. Und dann habe ich irgendwann mal in einer kleinen Gruppe bei einer anderen Trainerin angefangen und habe die Mädels bewundert und hatte da meine Vorbilder gehabt. Ja, also praktisch die. Also bei den anderen? Bei den anderen Gymnastinnen. Das war so toll, was sie gemacht haben. Das war so elegant, das war so schön und ich wollte so das alles irgendwann mal können, wie sie es halt einfach gemacht haben. Dann kamen Olympische Spiele 88 und eine von den Mädels ist da aufgetreten. Wow. Seoul. Mhm. Und das war mein Ziel. Oh mein Gott, nicht nur sich so schön bewegen, aber noch im Fernsehen kommen. Wow. So toll. Also einmal Olympische Spiele war es eigentlich. Einmal Olympische Spiele, einmal im Fernsehen kommen, einmal sich so schön bewegen können. Und Sie sind dann, Sie haben ja gesagt, Ihre Mutter war polnische Meisterin. Sie sind dann irgendwann ja auch nach Deutschland gegangen. Was hat sich da verändert in Ihrem Leben? In erster Linie sind meine Eltern nicht wegen der Sportart ausgewandert. Sie sind einfach sie wollten ein besseres Leben führen. Mhm. Und
ich dachte nicht, dass ich eigentlich diese Sportart weiter ausüben werde. Es wäre sehr schade gewesen, aber ja, also es kam per Zufall, dass eine Trainerin aus Polen in dem Bundesstützpunkt in Fellbach-Schmieden gearbeitet hat und hat gehört von anderen Trainern, dass, oh, Magdalena ist nach Deutschland, vielleicht möchtest du ein Probetraining machen. Ich mit dem Zug von Hamburg, damals, wir haben in einem Ausländerheim gelebt, mit dem Zug nach Fellbach, erste Probetraining gemacht, sofort da geblieben. Ich bin nicht mehr zurückgefahren. Wie schön das alles war, also so wie du sagst, ja, ein besseres Leben, Frankreich, für mich war diese Turnhalle so schön, ja. So schön mit Sauna, mit sauberem Teppich, das hatten wir dann natürlich in Polen damals, solche Verhältnisse hatten wir einfach nicht gehabt. Und Sie haben dann Ihren Weg gemacht, es war sehr schnell klar, wie talentiert Sie sind, wie gut Sie sind. Das war für alle klar, ja. Nur für mich nicht, ja. Ich war selber überrascht, dass alle, oh mein Gott, ja, sie bleibt, oh, alle waren glücklich und zufrieden, ja. Und ich sagte mir so, was wollen die jetzt, also warum freuen sich alle so. Aber ich habe mich tatsächlich am meisten gefreut, weil ich weiter das machen konnte, wofür ich gelebt habe. Und Sie haben sich Ihren Traum erfüllt, denn 1996 waren Sie bei den Olympischen Spielen in Atlanta, haben auch gut abgeschnitten in den Top 10, sehr gut abgeschnitten. Gratulation und Respekt erstmal dafür nochmal, dass Sie diesen Traum gelebt haben. Wie ist das? Haben Sie sich diese Videos, kennen Sie das alles? Ich habe mir alles selber angeschaut. Aber okay. Kein Filmabend. Nein, aber es war nie so, dass Mama mir das jetzt explizit gezeigt hat. Ja. Sondern ich habe dann einfach immer selber immer am Computer, Magdalena Brzoska, cool, wow, interessant. Habe mir die ganzen Videos angeschaut, war super begeistert. Ich dachte, wow, Mama, Wahnsinn. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, dass sich die Sportart so sehr verändert hat innerhalb der... Das wollte ich sagen. Sie haben das so ein bisschen so jetzt dargestellt, auch die Halle und schön und alles gut. Wie hart war das auch? In ihrer Kindheit und Jugend das zu trainieren? Also, ja, ich sag mal so mit 9, 10 Jahren war das schon 6 Tage in der Woche. 5, 6 Stunden war eigentlich normal. Vor Olympia habe ich nach der Schule sofort in die Halle bin ich gegangen, beziehungsweise vor der Schule noch in die Halle. Ich habe 7 Tage, 8 Stunden am Tag trainiert. Und wie sehr musste da auf Gewicht geachtet werden, was Sie essen, was Sie vor allen Dingen nicht essen? Ja, zu meiner Zeit. Und meine Trainerin war da wirklich sehr streng. 4-mal Gewichtskontrolle am Tag. Vor dem Training, nach dem Training, vor dem Training, nach dem Training. Und ja, wenn du irgendwie ein paar 100 Gramm zu viel hattest, in die Sauna. Und so lange bist du halt dein Gewicht, bis die Trainerin zufrieden war. Hat Ihre Mutter da auch noch mit drauf geachtet? Also, weil... Sie war ja auch, kam ja auch aus dieser Sportart? Also ja, meine Mama hat auch drauf geschaut. Natürlich, meine Mama war ja auch selber dann Trainerin, hat auch hier in Deutschland als Trainerin gearbeitet. Natürlich hatten sie Absprache mit meiner Trainerin gehabt. So, heute Abend kriegst du aber nichts zum Essen. Und ja, meine Mama hat schon drauf geschaut. So schön ästhetisch das aussieht und so toll die Bilder jetzt auch gerade waren. Haben Sie da auch drunter gelitten? Ja, es ist nicht schön. Natürlich ist es nicht schön, wenn man 4-mal am Tag auf die Waage gestellt wird. Das ist natürlich schon als Kind. Man versucht das natürlich irgendwie, Schokolade zu verstecken, was wir alles nicht erfunden haben, um irgendwie heimlich irgendwo zu essen. Wenn man auch irgendwie in der Stadt ist und möchte sich ein Eis kaufen. Ich habe schon nach rechts, nach links geschaut. Oh mein Gott, könnte vielleicht meine Trainerin irgendwo sein oder schauen. Also das ist schon nicht ohne gewesen. Aber Gott sei Dank, also... Es gab natürlich Fälle bei anderen Gymnastinnen, die mit der Sache nicht so umgegangen sind. Gott sei Dank bin ich da ganz normal und ganz gesund aus dieser Situation rausgekommen. Es hätte auch anders natürlich enden können. War Ihre Mutter auch bei den Wettkämpfen dann dabei? Später? Ja, nicht immer. Am Anfang war sie dabei, dann irgendwann mal wollte ich das auch nicht mehr. Ich habe meinen eigenen Weg und meine Ruhe gebraucht. Ich hatte auch... am Anfang von meiner Karriere war ich sehr nervös bei meinen Auftritten. Ich habe dann auch mit einem Psychologen zusammengearbeitet. Danach wurde es besser. Und da habe ich, vielleicht am Anfang habe ich das gut gefunden, wenn meine Mama da war. Weil dann hatte ich irgendwie jemanden, wo ich weiß, okay, das ist eine Person, wo ich dann rausgehe, wenn irgendwas nicht klappt und sie ist da. Und später wollte ich das nicht mehr. Irgendwann mussten Sie dann aufhören. Sie hatten auch Probleme mit dem Fuß. Wie war das Verhältnis danach mit Ihrer Mutter? Hat sich das noch mal verändert, als dieser Sportfokus dann nicht mehr so da war? Es hat sich verändert, aber
nicht unbedingt das mit dem Essen und mit dem Gewicht. Also sie hat immer noch, egal, erste Schwangerschaft, zweite Schwangerschaft, sie hat immer drauf geguckt, dass das alles auch passt. Beziehungsweise ich habe das gesehen, ich habe das gemerkt, wenn ich nach Hause gekommen bin, so von oben bis unten erstmal so. Also sie hätte sie am liebsten gleich wieder auf die Waage gestellt. Und ich so. Okay. Ja. Also dieser Druck ist geblieben in gewisser Weise. Dieser Druck ist geblieben, ja. Mhm. Das war eine natürliche Sache, die nicht so schön war. Mhm. Und Gott sei Dank hat sich das in dieser Sportart auch insgesamt verändert. Das ist heute nicht mehr so. Ja. Die Mädchen sehen, also die Sportart hat sich verändert. Sie ist viel athletischer geworden. Und die Mädchen brauchen einfach viel mehr Kraft, viel mehr Power. Dieses auf die Waage stellen ist Gott sei Dank nicht mehr angesagt. Sonst wäre meine Tochter nicht rhythmische Sportgymnastin geworden, denke ich. Sie haben ja dann geheiratet, Peter Peschel, ein bekannter Fußballer, Profifußballer, VfL Bochum. Das ist Ihr Vater. Und Sie haben dann, glaube ich, nach einigen Jahren sich scheiden lassen, 2, 3 Jahre. Er ist dann in Bochum geblieben. Sie haben in Stuttgart gelebt. Wie eng war und ist Ihr Kontakt zu Ihrem Vater? Natürlich in der Zeit, als ich dann auch im Internat gewohnt habe, war es einfach ein bisschen schwieriger, weil Bochum und Stuttgart, also ich war in Stuttgart auf dem Internat, ist einfach eine große Distanz. Mhm. Ich hatte da gerade erst mein erstes Handy bekommen, da war noch nichts mit FaceTime. Mhm. Hat man mal ein paar Mal die Woche telefoniert, wenn es gerade gepasst hat, aber er hat sich da jetzt sein Leben aufgebaut mit seiner neuen Frau, mit meinen Brüdern, dann jetzt auch Halbbrüdern, aber eigentlich meine Brüder. Mhm. Mittlerweile wieder mehr. Ich habe mehr Zeit und kann ihn auch mal besuchen fahren. Ich bin jetzt alt genug, auch selber mal die Zügel in die Hand zu nehmen und zu sagen, so, jetzt fahre ich mal Papa besuchen. Also jetzt wieder mehr. Jetzt wieder mehr. Ja. Wie war das eigentlich? Sie sind relativ früh, glaube ich, ins Internat, oder? Genau, ja. 10 war ich. Mhm. Wie war das für Sie, dann rauszugehen? Also Internat, das muss man sich so vorstellen. Noemi war dann doch sehr talentiert und hat es in die Nationalmannschaft geschafft. Und alle Mädchen aus der Nationalmannschaft wohnen zusammen in einer Art Sportgymnastik-Internat neben der Schule, neben der Halle, sodass die Wege praktisch kürzer sind. Und das war natürlich am Anfang, ich denke, dass jeder sich das vorstellen kann, wenn das Kind einfach zuerst aus dem Haus ist. Man möchte eigentlich alle 15 Minuten dahin fahren und wieder zurück und hinfahren und dann nicht weg. Und man schaut, ob die Wäsche auch gemacht ist, dann so und so. Und mit der Zeit ist es dann natürlich, wird's einfacher, wird's besser. Wie war das für Sie, so früh raus? Am Anfang war es natürlich schwer für mich, so aus der gewohnten Umgebung dann rauszukommen. Aber es war, wie Mama schon gesagt hat, eher so ein betreutes Wohnen mit den anderen Mädels. Irgendwann mal war das einfach wie so eine große Pyjama-Party für mich. Ich hatte meine ganzen Freunde dort und wenn Mama mich besuchen war, war ich dann nach 1, 2 Tagen schon so, okay, du kannst wieder gehen. So schnell geht's, oder? Ja, so schnell geht's. Jetzt ist es so, wir haben ja die Parallelen angesprochen, auch zu Ihrer Mutter. Die war auch rhythmische Sportgymnastin, war dort Meisterin. Sie hat auch relativ früh geheiratet, Kinder bekommen und sich relativ früh wieder getrennt. Glauben Sie, dass sich Geschichte manchmal wiederholt? In meinem Fall? Scheinbar ja. Gibt es solche Dinge, die sich einfach einprägen, weil man sie so erlebt hat und die sich dann über Generationen auch mal wieder einstellen? Ja, also man sollte nicht zu viel darüber spekulieren, dass das jetzt alles ein Riesenkreislauf ist, weil sonst haben wir hier ganz schwierige Prognosen. Ich meine, wir haben das ja jetzt aus verschiedenen Perspektiven gehört, da wird was Starkes vorgelebt. Mhm. Und dann hat man erstmal so 2 Möglichkeiten. Entweder man macht es genauso oder man macht das glatte Gegenteil. Also wenn der Vater geizig ist, wird man verschwenderisch oder geizig. Aber was richtig schwierig ist, ist irgendwie so diese Zwischenwelt, dass man das so eine Art Freiheit bekommt, weder verschwenderisch noch geizig zu sein. Man kann dann Glück haben. In meinem Fall ist es so, mein Vater war geizig, meine Mutter nicht verschwenderisch, aber ein bisschen mehr bereit, Geld auszugeben. Dann hat man es einfacher, dann verklingen die Widersprüche der Eltern im Kind, wie es mal gesagt worden ist. Das finde ich ganz hübsch. Aber dadurch, dass da so viel komplexe Vorgaben kommen, halte ich eigentlich nichts von so einer Verschwörungstheorie. Alles kommt also, wieder. Nee, wir lassen gut. Es gibt noch Hoffnung. Mein Vater würde als Ethiklehrer sagen, man findet dann die aristotelische Mitte zwischen Verschwendungssucht und Geiz. Das ist dann die Großzügigkeit. Sehr gut. Wie war das denn dann im Verlauf? Sie waren auf diesem Internat und Ihre Mutter ist nicht irgendwer. 26 Mal deutsche Meisterin. Wie sehr ist das auch ein Druck für Sie gewesen? Anfangs habe ich mir, glaube ich,
selber mehr Druck gemacht, als eigentlich da war, weil ich dachte, oh Gott, jeder weiß, wer ich bin, jeder weiß, wer meine Mama ist. Und ich muss jetzt genauso toll sein oder noch besser als sie. Also ich hatte dann auch irgendwie das Gefühl, ich muss sie vielleicht noch ein bisschen übertrumpfen vielleicht sogar. Mhm. Aber das war alles nur in meinem Kopf und das war gar nicht der Fall. Wie gesagt, ich hatte einen anderen Nachnamen. Viele Leute, naja, also manche wussten schon, wer ich bin, aber international zum Beispiel, wenn dann der Name Jessica nicht fällt, sondern Peschel, weiß erstmal niemand, von wem die Rede ist. Und das hat mir den Druck so ein bisschen genommen. Ich konnte mir meinen eigenen Namen machen, wie ich schon gesagt habe. Mhm. Ja. Wenn wir schon bei dem Thema sind, was so von Eltern auf Kinder übergeht und sich auch in Eltern abspielt. Sie sind hier unser Experte, aber Sie sind ja auch persönlich mal Vater geworden. Was hat das in Ihnen verändert? Welche neuen Fragen haben Sie sich vielleicht auch gestellt? Mich hat das total umgehauen. Also ich bin in einen Club eingetreten, von dem ich nicht wusste, dass er existiert. Den Club der Väter. Ja. Mit 25, also für meine Verhältnisse relativ früh. Weshalb ich jetzt auch schon 4 Enkel habe, was natürlich das Vatersein noch zusätzlich potenziert. Und ich habe einfach gemerkt, alles wälzt sich um. Also die Verantwortung, aber auch die Liebe, dieses Glück in der Bindung, das fand ich besonders prägend für mich. Also man denkt immer, Glück, gerade in unserer modernen Gesellschaft, hätte mit Ungebundenheit zu tun, Kino heute, Essen gehen morgen, Party übermorgen und so. Aber für mich war diese enorme Herausforderung, die man ja auch gar nicht kennt, dieser Schritt ins Unbekannte, so eine Begegnung mit dem Glück in der Bindung. Haben Sie das auch erlebt, Magdalena? Dieses Glück zu haben, diese Bindung zu Ihren Töchtern so aufbauen zu können? Auch als Alleinerziehende, quasi Alleinerziehende, muss man ja sagen. Ja, wobei ich ein super wirklich Verhältnis habe mit meinem Ex-Mann. Wir haben uns auch immer abgesprochen, egal in welche Lage, wenn es um die Schule ging oder um andere Sachen. Aber ja, natürlich, wir haben, denke ich, eine ganz besondere Bindung mit meiner größeren Tochter. Sie war bei mir zu Hause, sie hat bei mir gelebt, Noemi war auf dem Internat. Mhm. Ist das auch wieder was anderes, aber mit beiden ist es einfach unterschiedlich, aber mit beiden sehr eng, ja. War sie denn bei ihren Wettkämpfen dann dabei? Oh. So, jetzt kann ich hier mal erzählen. Also, ich wollte immer, dass Mama mitkommt, weil sie für mich einfach eine extrem große Stütze ist. Und ich hatte auch wie Mama am Anfang super Wettkampfangst. Und ich wollte einfach immer, dass sie dabei ist. Dann bin ich auf die Fläche, habe meinen Wettkampf geturnt. Mama oben am Zuschauen. Eigentlich, sollte sie eigentlich. Mhm. Dann komme ich zu ihr und sie fragt mich, und wie war's? Ich bin zu jedem Wettkampf hingefahren, diese größeren Wettkämpfe, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften hingefahren. Und dann war ich so nervös, dass ich nicht zuschauen konnte. Ich bin erst aus der Halle rausgegangen, habe alles mitgeturnt. Ich kenne ja ihre Übungen, alles. Ich weiß, was sie machen wird auf der Fläche. Ich habe alles mitgeturnt. Im Geist. Weil ich dachte, das hilft dir irgendwie, dass ich meine Muskeln anspanne auf der Seite, dass ich die Keulen fange irgendwo in meinem Kopf. Mhm. Und ja, nachdem sie fertig war, bin ich dann reingegangen. Und schlimmste Muskelkater nach jedem Wettkampf von Noemi hatte ich. Also schlimmer als bei Ihnen persönlich sozusagen. Ich war selber auch nervös, als ich selber geturnt habe, aber das waren vielleicht 5% von dem, wie meine Nervosität war, als Noemi geturnt hat. Das war schlimm. Wirklich. Auch wenn es schlimm war, ist irgendwie auch schön, wie Eltern mitleiden können. Ja, das ist eine Sache, wo ich dann doch froh bin, dass sie aufgehört hat mit dieser Sportart, weil ich weiß nicht, was das mit meiner Gesundheit gemacht hätte. Man muss ja sagen, Sie waren sportlich auch sehr erfolgreich. Sie sind Vizemeisterin geworden 2019 im Mehrkampf und am Ball. Also auch dazu erstmal Gratulation. Ja. Sie waren danach häufiger nacheinander auch verletzt. Wie schwer war es trotzdem mit dem Gedanken, sich zu beschäftigen, ich höre auf? Also rhythmische Sportgymnastik war immer so der Hauptbestandteil von meinem Leben. Mhm. Und ich konnte mir nie vorstellen, wie es dann ohne den Sport wäre. Also wie gesagt, Mama hat rhythmische Sportgymnastik gemacht, meine Oma. Es war einfach immer so der Hauptpunkt in unserem Leben.
Und dann hatte ich wirklich Angst vor dem Gedanken, oh Gott, was passiert danach? Was passiert, wenn der Sport nicht mehr da ist? Also es war für mich schon eine super schwere Entscheidung, ja. Hatten Sie auch Sorge, dass Sie Ihre Träume, ich meine, sie war ja schon erfolgreich, Olympia war auch, glaube ich, nicht mehr so fern, dass Sie Ihre Träume auf Sie projizieren und damit auch einen Druck auslösen in der Zeit davor? Ja, das denkt man natürlich auch so. Also das war natürlich auch mein Wunsch. Und das wäre, ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, dass Sie auch einmal dieses Erlebnis Olympia, diese Belohnung, denke ich, für jeden Sportler, für diese harte Arbeit, dass Sie es schafft. Und so... Ich habe immer gedacht, es ist so kurz davor, noch diese 2 Jahre. Aber natürlich, die Gesundheit geht vor. Und irgendwann mal muss man auch loslassen als Mutter, diesen Gedanken loslassen einfach. Und das akzeptieren, dass es einfach nicht so ist, dass es ihr Leben, ihr Körper, ihre Gesundheit, ihre Entscheidung. Und ja, einfach ist es nicht, aber man muss es akzeptieren. Sind Sie dann irgendwann zu ihr gefahren oder zu ihr gegangen und haben es dann gesagt? Wie ist es gelaufen? Das ist ja schon eine Entscheidung. Ne? Nee, sie hat das super gemacht. Sie hat erstmal eine Medaille beim Weltcup gewonnen, beziehungsweise zweimal meinte, Mama, das ist für dich, aber jetzt höre ich auf. Ich so, ja, super, danke schön. Ich habe sie dir sogar mitgebracht. Ja, also. Die hängt bei mir, ja. Und was war danach? War es jemals ein Bedauern oder war es eine Befreiung, dass es dann vorbei war? Für meinen Körper auf jeden Fall eine Befreiung. Ja. Aber jetzt, ich würde nicht sagen, ich habe die Entscheidung bereut, aber man denkt schon oft drüber nach, boah, wie cool wäre es gewesen, einmal Olympia zu touren. Mhm. Also das ist auf jeden Fall schon so ein Gedanke, der immer noch in meinem Kopf ist und der immer noch so ein bisschen so an mir nagt. Ja. Mhm. Wie ist es dann weitergegangen, auch in Ihrer Beziehung, nachdem jetzt das, was ja immer so sinnstiftend war und verbunden hat, diese rhythmische Sportgymnastik über Generationen, nachdem das dann in der aktiven Zeit zumindest weg war? Es hat sich eigentlich so in unserer Beziehung nicht viel verändert, nur die Themen sind anders natürlich jetzt, über die wir sprechen. Mhm. Ich habe sie niemals trainiert, aber sie hat mich schon auch natürlich berichtet vom Training, um Hilfe gefragt, in alles einfach einbezogen. Und jetzt ist es genauso, aber die Themen sind halt einfach anders. Sie, Herr Kretschmann, haben ja auch beschrieben, wie das ist, wenn man sich so lange auf etwas konzentriert, in dem Fall waren es 20 Monate, aber danach muss man erst mal gucken, huch, was kommt jetzt? Wie war das denn bei Ihnen? Wussten Sie schon, wohin im Leben danach? Also die ersten Monate danach waren echt mal so, boah, jetzt fängt das richtige Leben an. Ja. Es war schon schwer für mich, aber ich habe auch einen Freund, der hat mich da gut aufgefangen. Mhm. Ich bin dann auch zu ihm umgezogen, nach München dann auch. Und jetzt fühle ich mich wirklich gut angekommen im Leben. Und ist es richtig, dass Sie teilweise auch beruflich Ihrer Mutter weiter folgen? Also, dass Sie immer noch was mit rhythmischer Sportgymnastik oder Turnen auch zu tun haben? Genau, also ich bin jetzt auch Turntrainerin für Mädels sozusagen in München. Mama ja auch Trainerin. Das ist Wahnsinn, oder? Ja. Wie viele Generationen ist das da? Ja. Wie soll das weitergehen? Ja, lohnt sich doch immer alles. Ja, dann doch. Wenn es gut ausgeht, habe ich nichts dagegen. Ja, und in welcher Hinsicht würden Sie sagen, ist sie Vorbild? Jetzt mal abgesehen vom Sportlichen? Einfach, weil meine Mama eine super, super starke Frau ist. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also starke Frau beschreibt meine Mama einfach super gut. Sie wollte jetzt nicht sagen, alleinerziehende Mutter, aber meine Mama hat schon viel auch mit uns ertragen müssen als pubertierende Kinder. Das ist normal. Wir haben bei ihr gewohnt, oder meine Schwester zumindest, und mich dann auch, wenn ich dich besucht habe. Also pubertierende Mädels großzuziehen und damit einfach gut umzugehen und uns in die richtige Richtung zu lenken. Mega, starke Frau, was soll ich sagen. Die Liebeserklärung ist angekommen. Und umgekehrt, was würden Sie sagen, was lernen Sie vielleicht auch von Ihrer Tochter? Ja, jetzt erzähl mal. So etwas entspannter durchs Leben zu gehen. Ich bin sehr, sehr, sehr ordentlich. Das ist Noemi nicht. Ich bin wirklich strukturiert. Ich hab meine Aufgaben und sie hat so eine Art Unbekümmertheit einfach noch als junges Kind und junge Dame. Und ich zeige dir, wie Instagram funktioniert. Ja, das ist wichtig. Kehren sich irgendwann auch Rollen dann mal um, dass dann irgendwann die Eltern auch stark von den Kindern profitieren? Ja, das ging mir vorhin schon durch den Kopf bei Ihnen, Herr Kretschmann. Ne? Also dieses
umkehren, dass man selber plötzlich merkt, man trägt Verantwortung oder man sorgt sich für die Eltern. Oder die Eltern fragen einen, was sie machen sollen. Wenn das zum ersten Mal passiert, dann wird das, ist das ja eine ganz unheimliche Szene, weil man vorher ja immer automatisch selber der Fragende war. Und dann da Antworten zu haben, dann, man wird dann ja nicht zum Vorbild für die Eltern. Oder vielleicht eben in kleinen Punkten schon, dass man eben, dass man es eben anders macht und die Eltern das klasse finden. Aber dieser Moment, wo es kippt, der ist ein dramatischer Moment. Ne? Das ist auch der kommt manchmal wahnsinnig spät auch. Ne? Also bei euch ist er jetzt schon da sozusagen, dass die Generationen sich umgekehrt befruchten sozusagen. Aber manchmal muss man ja warten, bis die Eltern alt und grau werden, bevor sie überhaupt mal zuhören. Also das gibt's auch. Man kann dankbar sein für ein gutes Miteinander, wie Sie auch schon gesagt haben. Es war auf jeden Fall schön, Sie beide zusammen zu erleben. Danke an Sie, Magdalena Bjeska, Noemi Peschel. Und danke an die gesamte Runde nochmal. Wir sehen uns wieder in einer Woche dann mit dem Thema Urlaub extrem. Und hören Sie gerne rein in unseren Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Nochmal danke an Sie alle. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Tschüss.